Einen wunderschönen guten Tag, liebe Teilnehmer, hier und heute zu unserem nächsten Workshop rund um EAs, Algo-Programmierung und dergleichen. Bevor wir sofort starten, wir wollen keine Zeit verlieren, möchte ich wissen, seht ihr das Bild, hört ihr den Ton? Ich habe grüne Ausschläge, es müsste alles super sein. Mr. Lupo ist da und sagt, jawohl, das passt. Angelo, Reinhard, alle bestätigen Ulrich. Christoph selbst auch das Go gegeben. Ja, wunderbar. Dann wollen wir doch heute gar nicht so viel der Vorrede verlieren, denn in den nächsten knackigen 60 Minuten geht es um das, natürlich wenig überraschend für euch, rund um das Thema Algo-Programmierung. Und das hier in den ersten 60 Minuten. Die ersten Minuten sind schon angelaufen. Insofern will ich hoffen, dass Christoph das Ganze in den nächsten 55 Minuten schafft. Spaß beiseite. Wir nehmen uns die Zeit, die genommen werden muss. Aber rund 60 Minuten ist die Agenda. Und wir wissen um Christoph seine Expertise, das hier auch durchzuziehen. Ich hoffe, ihr seid alle gewappnet. Will gleich vorweg schicken, dass wir auch eine Aufzeichnung wieder starten. Natürlich für die, die angemeldet sind und möglicherweise jetzt keine Zeit haben, früher gehen müssen oder was auch immer im Wege steht, beziehungsweise insbesondere, wenn man das im Nachgang vielleicht nochmal zum Zweiten verdauen will, um sich das dann nochmal anzuschauen, was uns der liebe Christoph hier für Skills präsentiert. Christoph Enslin aus den USA, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Ich gebe gleich das Mic rüber und auch den Bildschirm. Wer mir aber hier doch bitte mal reinschreibt, wer zum ersten Mal dabei ist, das wäre ganz lieb. Also insofern zum ersten Programmierwebinar mit Christoph. Wir haben schon viele gemacht und mich würde es definitiv interessieren, hier sozusagen anzuknüpfen, wer das erste Mal da ist. Und ah, ich sehe es schon, uiuiui, geht ganz schön los. Christoph, du darfst dich freuen. Wir haben einige neue dabei und ich schalte mal dein Mic frei, sofern es schon bei dir sozusagen aktiviert ist. Versuch mal, ob du dich einklinken kannst. Dann muss ich sehen, dass ich hier nicht den verkehrten. Wir haben einige Christians hier am Start. Christoph wird natürlich sehr speziell geschrieben, wie wir hier sehen, ohne H und ohne PH, eher ungewöhnlich, will ich sagen. Aber das zeichnet uns natürlich aus, dass wir hier nichts Gewöhnliches an den Start bringen. Aber vielen Dank für die reichhaltigen Infos. Erhard, guten Tag auch an dich und die anderen alle sehr schön Feedback gegeben. Christoph, ich glaube, dein Mic ist grün. Lass doch mal hören, ob du auch zu hören bist. Ja, ich bin hier. Schöne Grüße nach Deutschland und von wo auch immer Sie sich alle einwählen. Super, Christoph. Du bist super zu hören. Ich gebe dir, wie gesagt, gleich das Mic rüber. Und wenn er sagt nach Deutschland, der liebe Christoph, der ein oder andere wird es vielleicht überlesen haben im Intro beziehungsweise bei der CV Vita sozusagen vom Christoph. Der schaltet sich nämlich hier aus den USA dazu über den großen Teich und lebt da auch schon seit längerer Zeit. Aber wie gesagt, jetzt langsam in die Action, lieber Christoph. Wir werden noch mehr von dir erfahren und wer Interesse hat, kann sich ohnehin bei dir melden. Kleine Sache vorab, liebe Leute, ihr kennt das Risikohinweis, wenn Christoph hier live abspult, beziehungsweise alles, was er zeigt, ist hier sozusagen keine Handelsaufforderung. Heute ja ohnehin mehr ein Workshop. Hier geht es darum, dass ihr was mitnehmt, Schrägstrich, den ihr unter Umständen auch erhalten könnt. Doch wir haben ja heute auch das Highlight im Rahmen der Umfrage. Deswegen wird uns Christoph da sicherlich gleich zeigen, wer hier the winner of the game ist. Und ansonsten, liebe Leute, JFD Bank, euer Marktzugang, ihr wisst Bescheid. Handelt mit dem, der es ehrlich mit euch meint und hier auch ein Multi-Asset-Angebot abfährt. Und jetzt, lieber Christoph, nenne ich dich zum Moderator und würde dir sozusagen das Zepter gleich mal übergeben im Rahmen der Bildschirmübertragung. Danke, Michael, auch nochmal für das Feedback. Das erste Mal dabei. Also, wir haben viele, viele neue Teilnehmer, also auch reichhaltige Anmeldungen an der Stelle. Also wirklich wieder ein volles Haus. Freue ich mich sehr und zeigt auch, dass das Interesse immer wieder groß ist, hier ja, mehr über Algo-Programmierung zu erfahren. So, da sehe ich den Bildschirm, lieber Christoph. Das ist super. Insofern würde ich sagen, ich ziehe mich ein Stück weit zurück. Die Bühne ist dir. Du machst das eh wie ein, sage ich mal, Professor der alten Schule. Also da bin ich ganz beruhigt, dass du ja alle abholst ohne Probleme. Wenn es Fragen geht, lieber Christoph, wie willst du es haben? Soll ich dir dann erstmal zum Ende summieren oder vielleicht zwischendrin rein? Wie ist es dir lieber? Ich würde sagen, machen wir es so, dass wenn ich mich irgendwie auf Abwägen befinde und rumstreune und niemand mehr folgen kann und es deswegen Fragen gibt, dann ruf bitte rein. Ansonsten wird man eine Frage- und Antwort-Session am Ende machen.
Super. Ansonsten stellst du wie immer deine Kontaktdaten zur Verfügung und dann haben wir wahrscheinlich auch noch einen Schmankerl für alle, die heute dabei sind. Insofern auf jeden Fall danke für das Feedback und ich will hoffen, dass du nicht abdriftest, aber Bild und Ton sind da. Insofern, lieber Christoph, kleines, kurzes Intro zu dir und dann bin ich mal sehr gespannt, was die heutige, ja, Auswahl und Umfrage ergeben hat, denn eigentlich sollten so gut wie alle Ja. Teilnehmer, die jetzt live dabei sind, auch ihren Beitrag geleistet haben. Die haben ja gestern nochmal einen Remailer geschickt. Ich habe das auf den Socials noch schön verteilt, auch mit dem Oh, super. Info-Vermerk hier. Ihr könnt die Themenauswahl mitbestimmen. Finde ich wieder und immer wieder großartig, Christoph, dass wir da uns wirklich ein Stück weit flexibel erhalten und du auch gespannt mal sein darfst, was denn da heute kommt. Also, Action Jackson, die ersten Minuten sind verstrichen. Du hast nur noch 42, ach halt 52 Minuten. Und insofern, the stage is yours. Ich wünsche dir viel Spaß und uns allen, ja, reichhaltige Erfahrung. Dankeschön, lieber Christian, und danke an alle Teilnehmer erstmal, dass Sie da sind. Sie könnten machen, was Sie wollen heute und zu dieser Stunde, aber Sie haben sich dafür entschieden, jetzt hier mal was über EA-Programmierung und Trading und so weiter zu lernen. Und das weiß ich zu schätzen. Da freue ich mich, dass ich da ein bisschen was von meinem Wissen abgeben darf. Kurz meine Intention für dieses Webinar, das sage ich immer ganz gern vorne ab. Die es jetzt schon mal, die es schon mal gehört haben, die kennen diese Intention. Von daher bitte geduldig sein. Erstens will ich Ihnen helfen, profitabel zu traden. Darum geht es hier. Ja? Also es geht natürlich um Spaß zu haben und um Herausforderungen anzunehmen, den Markt zu meistern. Aber im Endeffekt geht es darum, Geld zu verdienen. Und wenn möglich natürlich mit automatisierten Algos, damit man vielleicht auch ein bisschen Zeit für Familie hat. Und ja, sag mal, während der Arbeit, was sozusagen traden kann, solange es Traden noch nicht die Haupteinkommensquelle ist und nachher vielleicht eckige, quadratische Augen zu vermeiden und geistige Ausgelaugtheit zu vermeiden, wenn dann das Trading die Haupteinnahmequelle ist. Okay, das war die erste Intention. Zweite Intention ist, bei JFD dazu beizutragen, dass es attraktive Webinare gibt. Da sehe ich mich so als kleines Mosaiksteinchen im großen Mosaik, weil ich bin davon überzeugt, dass JFD ein guter Broker ist, es ehrlich meint, super Ausführungen gibt. Da habe ich also selber mit Echtgeldkonto Erfahrung und kann das durchaus bestätigen. Und das gehört natürlich dazu, zum profitablen Traden. Da braucht man einen guten Broker. Und deswegen da meine Intention, bei JFD speziell beizutragen. Ich werde hier nicht dafür bezahlt. Das möchte ich ganz klar da kurz dazu sagen, sondern das mache ich aus Überzeugung und natürlich wegen der dritten Intention eben mich vorzustellen, damit vielleicht Sie den einen oder anderen ehrlichen Eindruck von mir und meiner Arbeitsweise erhalten und vielleicht können wir irgendwann mal zusammenarbeiten oder Sie möchten an einem Workshop von mir teilnehmen oder wie auch immer. Deswegen noch ganz, ganz kurz zu mir. Wo ist die Folie? Den ersten Teil habe ich schon gesagt, Mindful FX. Das ist meine Firma. Da geht es eben darum, ja, EAs zu programmieren, Strategien zu automatisieren. Und ich selber heiße Christoph Enslin, komme aus Esslingen bei Stuttgart und beschäftige mich mit der Börse ja schon seitdem ich 9 war eben. Und bin seit jetzt witzigerweise seit 9 Jahren auch also am Programmieren von Trading Robots und privat bin ich vor circa 10 Jahren nach USA ausgewandert. Meine Frau ist Amerikanerin und wir wohnen hier ein bisschen ab vom Schuss in den Blue Ridge Mountains. Von den blauen Bergen komme ich her, im westlichen North Carolina. Das ist an der Ostküste, so zwischen New York und Florida, wenn man es ganz grob sehen will. Wobei wir 8 Stunden von der Küste weg sind, ist nicht so ein kleines Land, die USA. Natürlich viel auch in den Medien derzeit, ne? Da haben wir gute Unterhaltung hier mit Donald Trump und Joe Biden. Das macht Spaß. Ist natürlich, naja, also ist es natürlich sehr ernst und macht eigentlich keinen Spaß, aber es ist sehr unterhaltsam und immer wieder für eine Überraschung gut. Genau, und von hier aus trade ich, arbeite ich, programmiere ich, kümmere mich um meine Kunden und natürlich bilde ich mich fort, indem ich lese, schreibe und ein bisschen auch meditiere, um die ganze
um den Geist fit zu halten. Gut, das bin ich. Und jetzt gehen wir gleich mal zur Sache. Wo, genau, es gab eine Stichwahl. Wollte ich mal ganz kurz fragen bei euch. Ein paar sagten schon, dass sie neu dabei sind. Wie gut seid ihr denn schon im in der Programmiererfahrung dabei? Wie ist denn da die Erfahrung des Erfahrungslevels? Könnt ihr da kurz mal widerspiegeln, bitte? Ob ihr schon mal was programmiert habt oder ob ihr schon mal mit EAs getradet habt oder solche Sachen oder ob ihr da ganz neu dafür seid, damit ich ein bisschen weiß, wie weit ich ausholen muss bei den einzelnen Themen. Das ist eine gute Ich schreibe mal Frage. bitte in den Chat. Würde ich sogar zukünftig gerne auch nochmal eine Art Frage. Wir haben übrigens in unserem JFD Telegram Channel auch umgefragt. Da ging es mehr um den Mailerversand und eine Ankommen, die ihn eben erhalten haben. Da waren interessanterweise auch nur die Hälfte dabei, die überhaupt eine Info über den heutigen Eventtag mit dir als Workshop erhalten haben. Das hat mich sehr überrascht. Aber in der Regel auch hier fasse ich dann mal gleich die Stimmen zusammen, schreibe es da gerne noch die nächsten Sekunden rein. Ich überblicke das mal grob. Ich habe ja auch auf den Socials auch umgefragt, wer dabei sein will und wer nicht, und hatte hier aber auch einige Nein-Stimmen, was eher weniger der Fall ist. Und hier kam dann tatsächlich dazu, als ich dann abgefragt habe, warum denn nicht, also warum nicht keine Zeit oder schlichtweg ein diskretionärer, also manueller Händler, und die Masse schrieb, Programmierung nicht mein Ding. Also in der Tat. Die dabei sind, sozusagen, also die sich erstmal für das Webinar weniger interessiert haben, haben generell wenig mit Programmierung zu tun. Insofern kann man hier gleich die Brücke bauen. Die jetzt dabei sind, haben definitiv erhöhtes Interesse. Und um deine Frage abzuholen, lieber Christoph, hier sind schon viele, die, ich will sagen, also Einsteiger, auf jeden Fall ganz neu, keine Erfahrung, gerade am Rand testen, also ich sag mal, vorsichtige Programmierkenntnisse, aber die Masse, darf ich sagen, reden hier bestimmt über 85 bis 90% von denen, wo sich jetzt gemeldet haben, keine Ahnung von Programmierung, deswegen hier. Gibt aber auch ein paar Stimmen, wo es heißt, ich trade bereits mit mehreren EAs und möchte mich nur weiterbilden, aber in der Masse eben programmieren sie keine EAs bzw. haben keine Kenntnisse. Das heißt also hier schon wieder Step by Step. Ansonsten, lieber Jawohl. Christoph, bist du natürlich auch die Sprechstelle, hier direkt auch die Brücke zu bauen, wenn man denn da eben sich vertiefend mit dem Thema beschäftigen will und über das Webinar hinaus da auch, sage ich mal, sattelfest werden will, da bist du sicherlich der, an den man sich wenden sollte. Dazu dann später sicherlich mehr, deine Kontaktdaten wirst du noch einblenden. Aber ansonsten wünsche ich uns auf jeden Fall Spaß, aber auf den Punkt gebracht, wenig bis keine Erfahrung. Alles Die klar, Masse. super. Dann weiß ich Bescheid. Dann gehen wir jetzt gleich zu den Ergebnissen der Stichwahl. Wir hatten ja, haben hier, wir sehen hier unten rechts eingeblendet 96 Stimmabgaben. Das ist doch klasse. Das sollte doch repräsentativ sein, welches der beiden Themen gewinnt. Rainbow Trading oder mal ein bisschen allgemeiner gesprochen. Also Rainbow Trading ist ein bisschen was Spezielleres. Pyramidisierung ein bisschen was Allgemeineres. Und da bin ich mal gespannt, was hier gewinnt. Machen wir mal, was muss ich drücken hier? Einmal Enter und dann Trommelwirbel. Drum. The winner is Rainbow Trading. Die Kombination von einer MA-Schar mit Kerzenformation. Ah, da bin ich gespannt drauf. Super. Das wollte ich, also ich bin ganz relativ neu in dem Thema Rainbow Trading. Das will ich kurz dazu sagen. Ich hatte, ja, vor ein paar Wochen angefangen, ein Buch drüber gelesen von Lars Gottwick, der übrigens auch ja sehr, sehr viel mit JFD zu tun hat, ist CEO und Gründer von JFD. Dessen Buch habe ich gelesen, der ist glaube ich auch schon über 10 Jahre mit dem Rainbow Trading unterwegs und deswegen hat das mein Interesse geweckt und da, ja, schauen wir uns das mal an, wie das läuft. Das ist also für mich auch ein bisschen Neuland. Ich habe mich natürlich schon eingelesen, damit ich, falls jetzt hier die Wahl zum Rainbow Trading kommt, damit ich nicht ganz, damit ich eben was dazu sagen kann. So, und dazu, dann legen wir da mal los. Also, wir müssen beim Rainbow Trading erstmal verstehen, es geht um eine MA-Schar.
Also es geht um Moving Averages, um gleitende Durchschnitte, wie jetzt hier zwei zu sehen in diesem Grundchart von JFD, von so einem Chart. Also es geht hier darum, einen schnellen Moving Average zu haben, sozusagen als sogenannte Fast Line, und einen vergleichsweise langsamen Moving Average, der als Center Line bezeichnet wird. Und zwischenrein, wenn man ja jetzt beim Rainbow Trading, das sieht dann nachher wie ein Regenbogen aus, weil hier dann weitere MAs dazwischen reingelegt werden, die dann unterschiedliche Farben bekommen. Ich kann das hier vielleicht ganz kurz mal über die Bildschirmübertragung zeigen. Nicht über die Bildschirmübertragung, sondern ich muss mal kurz meine Kamera anschalten, dann kann ich das Buch hier in die Kamera zeigen. Geht das? Oder muss ich zuerst den? Ah ja, das geht, genau. Vielleicht hoffen wir, kann man sehen. Also das ist jetzt so ein Chart mit eben mit vielen, vielen gleitenden Durchschnitten, der gleiche gleitende Durchschnitt ist, also die gleiche gleitende Durchschnittart, also sagen wir ein Weighted Moving Average oder ein Exponential Moving Average, aber mit verschiedenen Perioden. Ja, damit sich da sozusagen eine Schar von Moving Averages ergibt, die dann eben aussieht wie ein Regenbogen. Und dadurch kann man bildlich sehr schnell sehen, ob eben ein klarer Trend da ist oder gerade ein Rücken, also wie jetzt, wo ist hier? Also dieser Bereich wäre dann eben ein klarer Trendbereich, wo der Regenbogen schön aufgefächert ist. Und hier gibt's einen Rückzug, wo sich quasi so ein roter Knoten bildet, weil eben ja, da die schnellen MAs im Rückzug sind. Genau, und dann sich aber Da wieder vielleicht auffächern komplett. ganz kurz Sorry? Interruption. Also kein Problem. Ja? Ich glaube, die Kameraübertragung könnte in der Aufzeichnung wieder mal fehlen. Ansonsten Okay. bildlich ein Stück weit schlechter zu erkennen, hat auch gerade Gabriel reingeschrieben. Gabriel, Entschuldigung. Und ansonsten Rainbow Trading CEO, hast du super gesagt. Ich selbst habe auch viel mit Rainbow Trading gemacht. Ach du auch, Als oh cool. kleine. Ja, genau. Also ich bin über die multiplen kleinen Durchschnitte damals gekommen und es gibt auch da einige Templates zu. Und hier gleich mal als Anregung, ich habe es letzte Woche auch in einem anderen Webinar schon angesprochen, wir planen hier für Januar, Februar, März, Q1 in jedem Falle so eine Art Rainbow-Serie, wo man eben tiefer in das Rainbow-Trading einsteigt. Das fand ich auch ganz witzig. Wir haben uns jetzt noch nicht abgestimmt, was das angeht, aber dieser IA, den du heute baust, der ist sicherlich ein nützliches Werkzeug. Vielleicht bauen wir den da auch in einer gewissen Art und Weise ein. Auf jeden Fall habe ich vor, das Okay. Rainbow-Trading wieder ein Stück weit aufleben zu lassen, weil eben Lars das Buch damals geschrieben hat, selber danach gehandelt hat. Ich habe auch viele Jahre mich damit beschäftigt, eben auch Workshops gegeben dazu. Und insofern Thema Rainbow, wer Interesse hat, bitte gerne eine E-Mail an unseren Kundenservice. E-Mail-Adresse können wir einblenden nachher noch, beziehungsweise ihr sollt es ja eh haben und oder im Nachgang dann auf die Aufzeichnungsmail reagieren. Da könnt ihr auf jeden Fall, wer dann mit Rainbow Trading neben dem heutigen Einstieg noch mehr darüber erfahren will, der wird dann sicherlich im kommenden Jahr abgeholt. Kann ich gleich mal sagen, passt als Schnittstelle super, Christoph. Du wusstest ja auch nichts davon, aber das kann ich gleich sagen. Nee. Da steigen wir noch mal richtig in die Grundschematik auch ein. Warum die Farben? Wieso so viele gleitende Durchschnitte? Was ist der Gedanke dahinter? Am Ende des Tages hast du aber jetzt hier mal kurzerhand auch schon eine Art Rainbow reingezeichnet, eben mit dem Hintergrund, dass die unterschiedlichen Farben sozusagen den einzelnen GDs abgeworfen wurden, aufgegeben wurden. Und jetzt mal weiter im Text. Wir sind gespannt, was du programmierst. Super. Genau, also ich will mich dann relativ einfach halten, damit man da zumindest mal eine Grundversion von einem EA programmieren können. Und werde mich jetzt nur mal auf den 10er Moving Average, also die schnellste Linie, die sogenannte Fast Line und die Center Line beschränken. Und dann könnte man, wahrscheinlich brauchen wir dann wieder einen Follow-up-Workshop, wo man das Ganze ein bisschen, ja, sag mal, sauberer programmieren, damit wirklich ja, alle Elemente dieses Rainbow Tradings abgedeckt werden können. Genau. Aber jetzt, sagen wir, in diesen 60 Minuten müssen wir was Gutes hinbekommen, das aber natürlich noch nicht das Endprodukt darstellt. Deswegen geht es jetzt darum, in dem EA müssen wir jetzt den Moving Average 10 auslesen und wir müssen den Moving Average, sagen wir mal, 98. Warum 98? Der ist so, steht's in dem Buch, ne, dass das so eine gängige Einstellung ist. Da wäre ich gespannt drauf, natürlich auch noch mehr drüber zu lesen, warum genau, vielleicht 89.
98, genau, 98 oder warum 10 und so weiter. Aber da gibt es sicherlich, kann man sicher, kann jeder Trader dann auch sicherlich seine eigenen Einstellungen, mit denen er optimal arbeiten kann, finden. Und wir nehmen jetzt einfach mal das, so wie es in dem Buch steht. Genau. Und dann brauchen wir als Kombination, das ist jetzt also nicht ein einfaches MA-Crossover-Modell, wo wir sagen, hier bei einem Crossover vom schnellen über den langsamen gehen wir long, sondern nein, sondern wir brauchen natürlich eine Long-Situation, wo der schnelle MA über dem langsamen ist, aber der Kreuzungspunkt ist im Prinzip wurscht erstmal. Der hat nichts mit dem Einstieg zu tun, sondern im zweiten Schritt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen in dieser Phase, dass dass es eine Long-Phase ist, dann suchen wir jetzt nach Buy-Einstiegen. Und eine Einstiegsmöglichkeit, die Basis-Einstiegsmöglichkeit ist, dass wir nach sogenannten Hammerkerzen suchen. Und es ist nicht Kerzen, die der volle Hammer sind, aber das sind aus der Candlestick-Theorie, sind das Kerzen, die wie ein Hammer aussehen. Zum Beispiel, wie sieht ein Hammer aus? Eben ein langer Stiel und dann sagen wir, ein klumpiger Kopf, wie jetzt zum Beispiel diese Kerze hier. Meine Maus seht ihr, ne, Chris? Ich Könnt ihr bin es vom nicht mehr Stuhl hören gefallen. vielleicht? Also, ja. Nein, Spaß beiseite. Deine Maus ist super zu sehen. Wenn es irgendwelche Problemchen Okay, gibt, perfekt. melde ich mich. Maus ist super zu Meldet sehen. sich. Super. Ich habe jetzt nur den Button zur Aktivierung des Mics nicht gefunden. Auf jeden Fall Kein danke. Problem, kein Problem. Hi, Chris und Chris, ich habe gleich noch einen ausgewählten Termin. Also die Ergebnisse nach dem Webinar geteilt. Wir werden eine After, gerade weil du auch gefragt hast, gut, ich habe nämlich gerade den Chat nochmal durchgestöbert, eine After. Ich rede mal ein bisschen Englisch, Entschuldigung. Eine E-Mail nach dem Webinar versenden mit der Aufzeichnung, so der Plan und auch noch mit Hinweisen. Also da, wer jetzt leider nicht dabei bleiben kann, vielleicht geht es auch ein Stück weit über 17 Uhr, weil wir einen kleinen Delay haben. Aber wie gesagt, rund 45 Minuten nehmen wir uns jetzt Zeit für die Programmierung. Aber lieber Michael, lieber Thomas und dann war da oben auch noch eine Frage. Es gibt eine Aufzeichnung, ihr werdet das informiert und insofern alles schön. Genau, super. Also dann suchen wir im Prinzip nach Hammerkerzen. Die Farbe des Kerzenkörpers, also es muss ein kleiner Kerzenkörper sein am oberen Ende der Gesamtrange dieser Kerze. Die Farbe ist nicht ganz so wichtig. Manche sagen, die ist wichtig, manche sagen, die ist nicht so wichtig. Da gibt es verschiedene Einstellungen dazu. Meiner Erfahrung nach jetzt mit Hammerkerzen ist die Farbe weniger wichtig als der Kontext, in dem sich diese Kerze befindet. Und diese Kerze befindet sich, weil dem Markt ist im Prinzip das wurscht, ob wir diese Kerze jetzt eine Hammerkerze nennen oder nicht, sondern es geht darum, was diese Kerze aussagt, ne? Und diese Kerze sagt eben aus, dass wir jetzt im H1-Chart haben die Bären versucht, den Kurs runter zu bringen, haben es versucht, haben auch eine Weile lang geschafft, aber ihnen ist dann die Luft ausgegangen und die Bullen haben quasi dann doch wieder die Überhand gewonnen und konnten den Kurs nahe des Eröffnungskurses und nahe des Höchstkurses dieser Kerze eben wieder bis dorthin treiben. Und in dem Fall sehen wir jetzt auch, und dann wäre die Strategie, also eine mögliche Strategie wäre dann hier unter diese Kerze den Stop-Loss zu setzen, hier einzusteigen zum Eröffnungskurs der neuen Kerze, weil wir erst zum Eröffnungskurs der neuen Kerze wissen, dass diese alte Kerze eine Hammerkerze ist, diese gerade geschlossene Kerze. Also würden wir hier zum Eröffnungskurs einsteigen und in dem Fall hätte dann auch der Stop-Loss gut gehalten, wäre dann hier hochgelaufen und je nach Chance-Risiko-Verhältnis, sagen wir mal 1 zu 1, 2 zu 1, wären wir dann hier oben schon in den Take-Profit gelaufen. Das ist so mal das Grundkonzept einer der mehreren Trading-Möglichkeiten innerhalb des Rainbow Tradings, auf die ich mich jetzt erstmal in dieser Erstprogrammierung fokussieren werde. Ja, also fangen wir damit an, dass wir hier uns diese Moving Averages auslesen. So, wie können wir jetzt programmieren? Da gehen wir hier im MetaTrader, gehen wir hier auf diesen Button rechts von Neue Order. Da ist so ein aufgeschlagenes Buch, so ein Arbeitsheft in Gelb. Und wenn wir da draufklicken, dann geht der Meta-Editor auf. Das ist quasi wie so eine
ein Textverarbeitungsprogramm, aber eben ein Textverarbeitungsprogramm, in dem man Code schreibt. Und dieser Code kann dann eben auch in ein Programm leicht umgewandelt werden. So, und dann gehen wir hier mal auf New, also neu, einen neuen Expert Advisor bauen wir hier. Lassen wir im Prinzip vorausgewählt. Wir nennen diesen Expert mal Rainbow EA GFD Webinar. So, Autor können wir hier reinschreiben, ist dann die Mindful FX UG Stuttgart. Ihr könnt da euren Namen reinschreiben, wenn ihr wollt. Das hat auf das Programm selber keine Auswirkung. Bloß Copyright-Notiz. Und dann hier der Link ist dann zu meiner Website, schreibe ich jetzt hier mal rein, mindfulfx.de. Und da schreibe ich jetzt mal den Link rein, wo ihr dann nachher auch den Code, den wir heute schreiben, könnt ihr dann hier auch nachher runterladen. Also meine Webseite mindfulfx.de/nov20 für November 2020. Das blende ich auch nachher nochmal groß ein. So, weiter. Fertigstellen. Und dann sehen wir hier jetzt die Grund, ich klicke das hier mal weg, dann sehen wir hier jetzt die Grundstruktur des EAs, also des EA-Codes. Hier oben sehen wir die Auswirkungen, was wir vorher eingegeben hatten. Ja, der Autor, der steht hier unter Property Copyright, der Link, auf den man nachher klicken kann, also wie kann man den Autor nachher finden sozusagen, der ist hier in diesem, ja, unter diesem Link zu finden. Version des EAs und Property Strict. Das erkläre ich jetzt nicht, was das bedeutet, aber das lassen wir so, wie es ist. Und dann haben wir hier eine OnInit-Funktion. Die wird einmal durchlaufen, also alles, was drin programmiert wird, innerhalb dieser geschweiften Klammern, wird ein einziges Mal durchlaufen, wann immer der EA gestartet wird oder also initialisiert wird. Das passiert beim ersten Start oder auch, wenn man zum Beispiel den Charge-Timeframe wechselt oder wenn man die Eingabevariablen des EAs verändert. Dann das Gegenteil ist on deinit, also wenn es deinitialisiert wird, also sprich der EA beendet wird, ja, dann wird was auch immer hier drin programmiert ist, innerhalb dieser geschweiften Klammern wird dann hier ja, durchlaufen und berechnet und so weiter. Und dann haben wir die On-Tick-Funktion. Das ist das Allerwichtigste, in der der meiste Code oder der entscheidende Code stehen wird. Der wird durchlaufen, was wir hier nachher reinschreiben, zwischen den geschweiften Klammern, wird durchlaufen bei jedem Tick, den dieser EA aus dem Chart empfängt. Ja, ich zeige das mal kurz. Wenn ich jetzt hier auf den Terminal zurückgehe, dann werden wir, oder, nee, ich muss hier einfach noch kurz kompilieren, um diesen EA, so wie er jetzt ist, schon mal in ein Programm umzuwandeln. Und dann wird er hier unter den Experten, im Navigator unter den Experten, hier sehen wir es, Rainbow EA, GFD Webinar, ist er dann verfügbar und dann können wir ihn hier auf ein Chart ziehen. Ja? Mit Rechtsklick, mit Linksklick, Drag and Drop. Und dann sehen wir hier die Ergebnisse. Wir hatten hier den Autor reingeschrieben. MindfulFX UG Stuttgart oder eure Namen. Und das ist dann verlinkt zu diesem Link. Ja? Und wenn man dann da draufklickt, dann geht hier auch wirklich ein Browserfenster auf, in dem es dann eben zu dieser Webseite geht. Ja, das sind also das sind ein paar Kleinigkeiten hier allgemein. Das ist immer da. Und das, was hier im Überreiter steht, das können wir eben über diese Properties beeinflussen. Ja, ja, macht jetzt natürlich noch nichts, aber es ist mal auf dem Chart, weil es ist ja auch noch nichts programmiert hier im EA. Ne? Ich mache das mal den Code ein bisschen größer, damit die Schriftgröße ein bisschen größer, damit man ein bisschen besser erkennen kann, was ich hier so schreibe. Und genau, und wir gehen, also es geht, wie gesagt, wir gehen jetzt hier erstmal ran und wollen dem EA im Prinzip lernen lassen, ob der Moving Average 10 über oder unter dem Moving Average 98 ist. Und dazu gehen wir hier mal rein in diese OnTick, machen ein bisschen mehr Platz und schreiben jetzt erstmal, definieren eine Variable, die wir da erstmal nennen. Wir nennen sie Fastline, weil das ist
der Rainbow Trading Begriff aus für die schnellste Linie, also Fast Line. Und das ist jetzt eine Double. Also die Variable nennen wir Fast Line. Die Variablen Art ist eine Double Variable. Eine Double Variable hat ist eine Zahl mit Nachkommastellen. Ja, es gibt andere Variablenarten, zum Beispiel eine Integer-Variable, das wäre eine ganze Zahl, also eine Zahl ohne Nachkommastellen. Brauchen wir für andere Sachen. Jetzt für ein Moving Average sehen wir hier, ich blende hier mal das Datenfenster ein, sehen wir hier natürlich, also der Wert dieser Moving Averages hat Nachkommastellen, ja, wie auch natürlich der Kurs vom jetzt hier von diesem Beispiel Austral-Dollar-Dollar. Es gibt Nachkommastellen, also brauchen wir auch eine Variable, die Nachkommastellen verarbeiten kann. Also Fastline ist gleich. Und jetzt belegen wir diese Fastline mit, ja, mit dem Wert des Moving Averages. Und das Schöne in MQL4 ist, also MQL4 ist die Programmiersprache, in der wir uns jetzt hier ausdrücken. Ist viele Sachen, die sind viele Dinge eben schon abgedeckt, schon vorprogrammiert, die wir im Prinzip nur noch abrufen müssen. Wie zum Beispiel auch die Berechnung eines Moving Averages. Und die können wir abrufen über kleines i und dann groß MA. Ja, wir sehen hier, wenn wir kleines i eingeben, es geht jetzt ab drei Stellen dann los, dann sehen wir hier unterschiedliche Indikatoren, also das kleine i für Indikator. Und dann sind verschiedene Indikatoren, die wir hier abrufen könnten, also auch MACD zum Beispiel, oder wenn man R mit eingeben, dann haben wir ein RSI. Was gibt es noch? Den ADX und ganz andere unterschiedliche Sachen hier. Stochastik zum Beispiel, Standard Deviation, alles Mögliche. Aber wir beschränken uns jetzt hier auf den MA. Und das ist ein Funktionsaufruf. Ein Funktionsaufruf beinhaltet immer, also beginnt immer mit runden Klammern. Ja? Also IMA ist eine Funktion und genau, dann müssen wir Klammer aufmachen und um den Funktionsabruf im Prinzip mitzugeben, wird es, also welche Parameter, also es gibt 100 verschiedene, 100.000, unendlich viele Moving Averages, ja, und wir müssen ihm sagen, welchen er denn bitte schön auslesen soll. Fängt an mit Symbol, also aus welchem Symbol soll er den MA berechnen? Und dann nehmen wir hier mal Unterstrich groß S und ein klein Symbol. Das in dieser Variable ist hinterlegt das Chart-Symbol. Also jetzt hier in dem Fall Out US-Dollar. Das wird dann, wenn der EA auf dem Out US-Dollar Chart läuft, dann wird eben Austral-Dollar US-Dollar berechnet. Wenn der EA auf einem Dollar-Yen-Chart läuft, dann wird der MA aus dem US-Dollar-Yen berechnet, aus dem Kursverlauf und so weiter. So, dann machen wir ein Komma und dann sehen wir hier, aus welchem Timeframe soll das berechnet werden. Und ich nehme jetzt hier einfach mal Period Current. Ja, wir sehen hier, wir können verschiedene Timeframes auswählen, wenn wir Period eingeben in Großbuchstaben. Also D1, H1, H4. Und ich nutze jetzt einfach mal Current. Dann zieht es sich automatisch den aktuellen Timeframe dieses Charts. Ja? Also wenn ich es auf H1 habe, ist es dann also ist der Moving Average aus den H1 Kursen und so weiter. Wieder ein Komma. Dann müssen wir ihm die Periodizität sagen. Also aus wie vielen Perioden soll er den MA berechnen? Das sind dann 10. Jetzt hier für die Fastline. Ja, wir haben ja hier den Moving Average 10. Dann wieder ein Komma. Dann als Shift die Verschiebung. Das ist im Prinzip, wenn wir hier uns im Moving Average hier der Versatz, ja, um wie viel, wenn wir hier, was weiß ich, 5 Kerzen Versatz eingeben, dann würde ja hier der Moving Average verschoben. Ja, und genau, und das ist eben dieser Shift. Das ist damit gemeint. Übrigens, was wir hier auf dem Chart anzeigen, hat nichts damit zu tun, was der EA berechnet. Deswegen immer darauf achten, dass das, was wir uns im Chart einblenden, manuell sozusagen, dass das immer übereinstimmt mit dem, was wir hier eigentlich dem EA zum Trading sagen. So, also machen wir Nuller Shift, kein Versatz. Und jetzt geht es um die MA-Methode. Die MA-Methoden sind hier unter
Mode abgespeichert, MODE in Großbuchstaben und dann Unterstrich und dann können wir den exponentiellen, den linear weighted, also den linear gewichteten, den SMA, also den ganz normalen, einfachen Simple Moving Average oder den Smooth Moving Average. Und ich habe jetzt hier mal, ich habe linear weighted Moving Average ist hier drin im Chart und also hier bei den Einstellungen, hier die gewichteten, also der vierte Auswahlpunkt. Das ist also beim Rainbow Trading laut Lars Gottwick ist werden hauptsächlich linear weighted oder exponentielle Moving Averages verwendet. Mir persönlich gefällt linear weighted ein bisschen besser. Die kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, weil sie einfacher zu berechnen sind. Die könnte ich im Prinzip auch manuell relativ einfach berechnen. Deswegen gefallen mir die insgesamt besser. Da weiß ich eher, was da Sache ist. Und dann, auf welchen Preis? Also Parameter, den wir diesem Funktionsabruf mitgeben, welchen Preis sollen wir hier darstellen? Aus welcher Preisreihe sollen wir berechnen? Ja? Sollen wir hier aus allen Schlusskursen, also die letzten 10 Schlusskurse nehmen oder sollen wir die letzten 10 Höchstkurse nehmen oder Tiefskurse oder die letzten 10 Eröffnungskurse oder Durchschnittskurse oder wie auch immer? Und natürlich Standard und natürlich auch hier sinnvoll erstmal ist, den Schlusskurs zu verwenden. Das ist dann Price unterstrich Close. Ja? Dann wird im Prinzip, dann werden eben die letzten 10 Kerzenschlusskurse verwendet, gewichtet, hier linear gewichtet, sprich der letzte, also jetzt der letzte abgeschlossene, in dem Fall ist es jetzt noch der aktuelle, diese Kerze wird 10-mal gewichtet, die davor wird 9-fach gewichtet, diese Kerze davor 8-fach und so weiter, bis zum ersten. Also man sieht, der letzte hat am meisten Gewicht, der aktuelle hat am meisten Gewicht und es geht dann eben linear zurück auf 1. Genau, Price Close. Und dann können wir hier noch eingeben, aus welcher Kerzennummer wir jetzt den Wert hier nehmen. Und das ist wichtig, weil wir beziehen uns im Trading, also jetzt hier speziell auch beim Rainbow Trading, immer auf abgeschlossene Kerzen. Für Signale sind immer vollständig abgeschlossene Kerzen notwendig, weil wir ja nicht wissen, ob sich diese Kerze, die jetzt fast danach aussieht, als wäre sie ein inverser Hammer, ein Shooting Star, so rein von der Form her, also langer Docht, ganz kurze Lunte. Wer weiß, wie sich die noch entwickelt, aber zum Ende der Kerze könnte die komplett anders aussehen. Ja? Könnte vielleicht, der Schlusskurs könnte hier oben liegen. Das wissen wir alles noch nicht. Deswegen wichtig, dass wir uns immer auf abgeschlossene Kerzen beziehen. Die aktuell laufende Kerze ist immer die Kerze Nummer 0. Die letzte abgeschlossene Kerze ist immer die Kerze Nummer 1. Die vorletzte ist Kerze Nummer 2 und so geht es weiter, 3, 4, 5, 6, 7 bis eben zum Anfang des Charts wird hochgezählt. Das heißt, hier schauen wir jetzt eben nicht auf den MA der aktuell laufenden Periode. Der verändert sich ja auch noch, je nachdem, wie sich hier der Schlusskurs entwickelt von dieser Kerze, sondern wir beziehen uns eben immer nur auf Schlusskurse. Und deswegen hier Kerze Nummer 1 lesen wir dann aus. Den MA-Wert. So, Klammer zu. Und jetzt kommt was quasi in der Grammatik, in der Sprachgrammatik, einem Punkt entspricht. Am Ende eines Satzes ist ein Semikolon in vielen Programmiersprachen übrigens, speziell jetzt hier auch im MQL4. Das schließt im Prinzip immer einen Rechenvorgang ab. Dadurch weiß das Programm nachher, hier ist quasi erstmal Schicht im Schacht, Fastline wird so berechnet und ich gehe auf die nächste Berechnung zu Ende. Genau, das können wir, beim Programmieren ist es ganz, insbesondere am Anfang, aber auch wenn man fortgeschritten programmiert, immer für mich immer sehr hilfreich, regelmäßig auf Kompilieren zu klicken. Weil, guck mal, wenn wir hier jetzt das Semikolon rauslassen würden. Hier unten sehen wir den Kompilierbericht. Wenn ich jetzt kompilieren würde, dann sehe ich hier sofort, ah, warte mal, das sind Fehlermeldungen da. Und hier, wenn ich jetzt hier auf Doppelklick zum Beispiel gehe, Unexpected Token, dann weiß ich, aha, hier diese
geschweifte Klammer zu, die ist hier quasi zu früh. Also irgendwas fehlt noch vorher und dann kann ich eben Stück für Stück zurückgehen und sehen, also warte mal, hier habe ich ein Semikolon vergessen. Und genau, kann eben, und wenn ich dann wieder kompiliere, dann ist der Fehler weg. Sehen wir hier, keine Fehler, null Errors, keine Warnmeldungen. Und eben wie lange, die 344 Millisekunden hat jetzt hier diese Kompilierung gedauert. Das ist im Prinzip fast unwichtig, aber die Fehler hier ganz vorne, das sind die wichtigen Dinge. So, genau, und dann überprüfen wir jetzt auch erstmal, also ob wir hier im Prinzip alles richtig gemacht haben und die Fastline, die wir hier im EA berechnen, der Fastline entspricht, so wie sich hier auch angezeigt wird. Ja? Und das können wir überprüfen, indem wir die Comment-Funktion nehmen. Ich mache es mal ganz schnell. Also Comment, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Und dann kann ich innerhalb dieser Klammern, kann ich was schreiben. Zum Beispiel Hallo. Ja? In Anführungsstrichen, das ist dann ein Text. Also wenn ich einen Text eingebe, der einfach nur als Text weitergegeben werden soll, jetzt ohne irgendwelche Rechenoperationen, dann muss ich den in Anführungsstrichen setzen. Wenn ich jetzt hier kompiliere, dann sehe ich gleich auf dem Chart, hier links oben, Hallo. Ja? Und genau. Und das ist im Prinzip, wo der Effekt dieses Comment, der Comment-Funktion. Die schreibt hier links oben ins Chart was rein. Und da können wir jetzt eben hier noch was dazu schreiben. Ich mache hier mal eine Leerstelle noch zwischen rein, ein Komma und dann kann ich hier Fastline einfügen. Ja, also dann verwende ich jetzt hier diese Variable Fastline, die ja eben mit dem Ergebnis des Funktionsabrufs IMA mit diesen Parametern ja, belegt wird. Die kann dann hier ausgegeben werden ins Comment. Kompiliere ich, schaue es mir an und dann sehe ich hier, ah, wunderbar, 0,731511 und so weiter. Und dann schauen wir mal, ob das dem entspricht, was in dieser letzten Kerze auch ausgegeben wurde. Das ist hier die rote, die Moving Average 10. Wir sehen hier Value 0,731511. Das passt also. Eine wichtige Sache, die wir hier gleich sehen. Moving Averages werden mit 15 Nachkommastellen berechnet. Ja, also, und wenn ich mir hier anschaue, gucken Sie mal hier rüber ins Datenfenster links, wo all die MA-Werte aufgeführt sind. Da könnte es auch einen Gleichstand geben auf der fünften Nachkommastelle. Das ist aber nur gerundet. Ja? Also berechnet werden die Moving Averages auf viel, viel mehr Nachkommastellen. Und das ist auch wichtig zu wissen, insbesondere in knappen Situationen, wo es vielleicht nach einem Gleichstand aussieht. Aber dann ist es, handelt sich eben quasi um einen Rundungseffekt. So, wir können aber auch, genau, das lassen wir jetzt mal so, damit wir weiterkommen und gehen jetzt hier erstmal, machen hier einen weiteren MA. Das heißt, ich kopiere jetzt hier einfach mal mit Copy und Paste diese Berechnung, also Steuerung C und füge dann eine Zeile ein, Steuerung V und nenne dann diese neue Double Centerline. Ja, Centerline ist, wie gleich vorher schon mal erwähnt, ist hier dieser langsamste Moving Average, dieser Rainbow Moving Average Char. Ja, so Centerline und die wird exakt gleich berechnet. Das ist ganz wichtig. Nur eine unterschiedliche Periode. Ja, wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, welcher dieser Parameter ist jetzt die Periodizität dieses MAs, können wir auch hier immer kurz ein Komma weglöschen und wieder setzen. Und dann wird uns hier diese Eingabehilfe eingezeigt. Und dann sehen wir eben auch die Integer, also eine ganze Zahl, Periode. Wunderbar. Kann ich dann hier die 98 eingeben. Genau. Und dann kann ich die mir jetzt hier auch mal anzeigen lassen noch. Ich füge die mit ein, mache mit Komma, mache eine Leerstelle zwischen rein, mit einfach Anführungsstrichen, mit einer Leerstelle zwischen rein und gebe dann hier Centerline ein und dann wird mir die gleich berechnet hier und dann angezeigt gleich hier. Und dann schauen wir mal,
wird uns jetzt hier wunderbar angezeigt. Es ist dann 0,72886 gerundet. Schauen wir mal, ob das stimmt. Hier unten 0,72886. Wunderbar. Haben wir also den richtigen Wert hier, der hier berechnet wird. So, jetzt geht es natürlich darum, ich mache hier mal einen kleinen fügen Kommentar ein, damit wir immer wissen, was in diesen Zeilen geschieht. Die Moving. Also wenn ich was will, was ich mir einfach nur eine Notiz machen will, im Code, dann beginne ich das mit zwei Schrägstrichen. Das wird dann nicht kompiliert, sondern es ist einfach eine Texteingabe für den Programmierer, für uns. Und es ist eben wichtig, immer wieder so ein Abschnitt, eine kleine Erklärung, was hier eigentlich passiert, einzufügen. Weil wenn wir uns 5 Monate später den Code mal wieder anschauen, dann finden wir einfach leichter wieder, was wir hier gemacht haben und wenn wir was verändern wollen, an welcher Stelle wir was verändern wollen oder müssen. Genau, Moving Averages, der Rainbow Char, so, oder des Rainbows, schreiben wir mal, genau. Gut. Und wie gesagt, das wird nirgends angezeigt im Programm selber, sondern es ist einfach ein Code, ein Programmierhinweis. So, dann gucken wir mal. Dann brauchen wir jetzt als nächstes die Information, befinden wir uns also in einem Aufwärtstrend oder befinden wir uns in einem Abwärtstrend? Ja, also rot über schwarz ist ein Aufwärtstrend und rot unter schwarz wäre ein Aufwärtstrend, ein Abwärtstrend. Also machen wir Trenderkennung und da machen wir jetzt mal eine Integer-Variable, also eine ganze Zahl, die wir dann nennen Trendrichtung. Und die belegen wir erstmal mit 0 hier in der Definition. Und dann werden wir ja sogenannte Wenn-Dann-Abfragen, If-Else-Abfragen, If-Then-Else-Abfragen einfügen, um dann die Trendrichtung entsprechend zu belegen. Und das geht folgendermaßen. Wir gehen hier ein If ein, also wenn. Und Sie werden nachher sehen, ein Code ist im Prinzip nichts anderes als ein ganzer Haufen voller If-Dann-Abfragen. Ja? Das ist einfach, das ist die binäre Logik des Programms, ist ja, nein, also if, else. Und genau, deswegen, das ist so eine der Hauptdinge, die wir immer wieder brauchen. Also, wenn, Klammer auf, die Fastline größer ist als die Centerline, Klammer zu, was soll dann passieren? Dann belege bitte die Trendrichtung Variable mit 1. Ja, Trendrichtung ist gleich 1, Semikolon. Ganz einfach. Gut. Und dann kommt im Prinzip die zweite Abfrage, else, also wenn das nicht der Fall ist, wenn dann, also andernfalls, wenn die Fastline kleiner als die Centerline ist, dann belege bitte die Trendrichtung mit minus 1. Das ist einfach für uns quasi aufwärts, abwärts. Positiv, negativ. Quasi als Kodierung der Richtung. Prüfen wir auch gleich mal hier, ob der das richtig macht jetzt. Und fügen wir hier ins Kommentar mit ein. Ja, Komma vergessen. Hier, Trendrichtung. Schauen wir mal, ob er jetzt richtigerweise. Ah, was haben wir hier? Haben wir noch was falsch gemacht? Trendrichtung, some operator, else, ach so, genau, also, Entschuldigung, muss else if machen, das habe ich vergessen, habe ich das if rein einzufügen vergessen. Wenn ich einfach nur abfragen will, ist die Fastline größer als Centerline, macht Trendrichtung 1, andernfalls macht Trendrichtung minus 1, dann müsste ich es so schreiben. Ja, einfach dann keine weitere Abfrage machen. Aber ansonsten, ich frage jetzt hier deshalb nochmal ab, weil es könnte ja auch sein, dass Fastline und Centerline exakt gleich sind. Das ist extrem selten, insbesondere auf der 15. Nachkommastelle. Aber es kann passieren und deswegen muss dieser Fall mathematisch, codetechnisch mit abgedeckt sein. Und wenn dann eben kein, wenn das eben der Fall wäre, wenn die exakt gleich wären, dann bliebe die Trendrichtungsvariable auf 0, weil sie hier durch diese if Else-Abfrage, ups, die If-Else-Abfrage hier nicht verändert wird. Ja, genau.
So, kompilieren wir und schauen es uns an. Wir sehen ja ganz zum Schluss, es ist eine 1 und nicht eine minus 1. Und von daher gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass er das richtig macht. Hier also der Moving Average 10 liegt über dem 98er und deswegen sind wir in Trendrichtung nach oben unterwegs. Wunderbar. Und jetzt, genau, und jetzt suchen wir im Prinzip nach Hammerkerzen. Ja? Wir machen es jetzt erstmal für die Aufwärtsrichtung, damit wir hier überhaupt noch fertig werden heute. Hammerkerzen für bullische Signale. Also für Buy-Signale, Buy-Einstiege. Genau. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, wie muss denn eine Hammerkerze mathematisch aussehen? Ja, also wir brauchen einen kurzen Docht, eine lange Lunte und einen, ja, sagen wir mal, verhältnismäßig kleinen Körper. Ja, also der Körper muss da vielleicht maximal, sagen wir mal, ein Drittel oder ein Viertel der Gesamtkerze ausmachen. Also brauchen wir zuerst mal das Hoch, das Tief, den Eröffnungskurs und den Schlusskurs dieser Kerze. Ja, hier oben haben wir auch noch mal eine Kerze, die eine Hammerkerze sein würde wahrscheinlich, und das sehen wir, die verhetztes Fehlsignal gegeben. Ja, also es ist keine sichere Sache natürlich, aber es geht ja wie beim Trading immer darum, Wahrscheinlichkeiten zu handeln und nicht zu versuchen, wirklich jeden Deal im Gewinn zu abzuschließen. Das ist einfach unrealistisch. Ja. Genau, also gucken wir mal. Wir brauchen also, wie gesagt, Hoch, Tief, Eröffnungs- und Schlusskurs dieser Kerze. Und die können wir abrufen, indem wir hier auch wieder Double machen und sagen wir mal, wir nennen die jetzt mal auf Englisch, machen wir jetzt mal weiter hier, weil wir ja schon Fastline und Centerline haben, nehmen wir Open und sagen ist gleich I Open, Klammer auf, und jetzt, das ist quasi auch wieder eine Abfrage wie hier oben, eine Indikatorabfrage sozusagen. Also es geht um Symbol, aus welcher Periode sollen wir das auslesen und mit welchem, ja, aus welch, welche Kerze soll der EA auslesen. Also wir gucken uns den Eröffnungskurs an. Das ist dann, hier, ich lösche das kurz wieder weg und mache die Klammer auf wieder hin, damit wir hier die Eingabehilfe wieder bekommen. Also wieder Unterstrich Symbol, Komma, den Timeframe aus dem Period Current, also aus der aktuellen Periode, und dann dem Shift. Das entspricht dann hier der letzten Eingabe Parameter des IMA-Funktion. Also aus welcher Kerze sollen wir hier den Schlusskurs abrufen, oder jetzt den Eröffnungskurs aus der ersten oder aus der zweiten und so weiter. Und wenn wir gerade eben durch den Wenn der EMA läuft im laufenden Handel, dann ist es natürlich, wollen wir immer zu dem Eröffnungskurs dieser Kerze eine Kerze zurückschauen, und dann, um dann zu gucken, ist das hier jetzt eine Hammerkerze oder nicht. Ja, also wir gucken immer eine Kerze zurück, wie eben auch hier oben bei Fastline, Centerline. Also geben wir hier eine 1 ein, machen die Klammer zu und schließen das mit Semikolon ab. Und ich kopiere das jetzt mal, copy and paste das hier mal drei weitere Male, weil wir hier ganz ähnliche Geschichten brauchen für den Close. Das ist dann eben nicht I open, sondern es ist I close. Ja, gar nicht so schwer. Für das High ist es I high. Ja. Und für das Low der Kerze, also für den Tiefskurs der Kerze, ist es eben I low. Ja, alles kein Hexenwerk, oder? Kommen wir alle mit. Ist genau. Kompiliere ich mal wieder. Genau. Und jetzt schaue ich mir mal, lösche das mal raus und schauen wir uns mal an, ob er das richtig macht. Das ist insbesondere am Anfang immer hilfreich, um einfach sehr früh eventuelle Fehler zu erkennen, ja, weil wenn ich diese Probe aufs Exempel spät in der Programmierung mache, dann kann es sein, dass ich etliche Stunden suche, wo der eigentliche Fehler herkommt. Deswegen immer
regelmäßig überprüfen, was ich hier eigentlich gerade programmiert habe. Und es geht eben sehr einfach, zum Beispiel über das Kommentar, über die Comment-Funktion. Also haben wir Open, Leerstelle, Close, Leerstelle, High, Leerstelle, Low. Und dann müsste uns das jetzt angezeigt werden. Und genau, sehen wir hier. Was haben wir hier? Open, Close, High, Low. Also gehen wir auf diese Kerze wieder und die wird uns natürlich hier oben im Datenfenster oder hier unten im Statusleiste oder in vielleicht, wenn es kommt, ab und zu kommt es, ab und zu nicht, Pop-up über der Kerze angezeigt. Und dann sehen wir hier, also die Eröffnung war 031108, das war auch der Höchstkurs. Genau, das ist die dritte, hier der dritte Wert. Dann haben wir den Schlusskurs 072915, das ist korrekt hier unten. Ah, jetzt poppt es ab, genau. Und der Tiefskurs 072907, der passt auch. Also haben wir hier, wissen wir, haben wir hier alles erstmal richtig ausgelesen aus diesen Kerzen. So, und jetzt müssen wir im Prinzip feststellen, was ist denn jetzt eine Hammerkerze? Also geben wir ein, das machen wir als eine boolesche Variable. Boolesche Variable bedeutet, das hat ein Mensch namens Bool entwickelt oder mal bestimmt. Das ist im Prinzip einfach nur eine An-Aus, On-Off, Ja-Nein, 1-0-Variable. Also das ist eine Variable, die kann nur 0 oder 1 einnehmen, braucht insofern auch sehr wenig Speicherplatz und sagt uns im Prinzip nur, ist jetzt eine Hammerkerze da oder nicht. Also Hammer. Und wir stellen jetzt erstmal, die meisten Kerzen sind keine Hammerkerzen, deswegen stellen wir die jetzt erstmal auf False. Ja, statt False könnten wir auch 0 verwenden. False und 0 ist der gleiche Wert und True und 1 ist der gleiche Wert aus Programmiersicht. Ja. Aber wenn wir es mit Text, mit dem Textplatzhalter verwenden, ist es immer ein bisschen einfacher zu verstehen. Also wir setzen erstmal Hammer gleich False und jetzt gucken wir, ob wir den Hammer hier ja, wann wir den finden. Also müssen wir erstmal rausfinden. Zum Beispiel, also brauchen wir es erstmal if. Ja, und dann machen wir Klammer auf. Also, was brauchen wir? Wir brauchen wir müssen erstmal wir müssen jetzt erstmal jetzt den Docht und die Lunte und den Körper erkennen. Ja, für die Docht und die Lunte müssen wir im Prinzip das, also machen wir mal Double Docht ist gleich. Und das ist jetzt eben das Hoch, das High minus dem Höheren aus Close und Open. Ja, also das Höhere als ist, können wir aus folgender Funktion auslesen: Math für Mathematik. Max, also das mathematische Maximum aus Open und Close. Ja, also wir machen das hoch minus dem Höheren von Open und Close. Das ist der Docht. Und aus der Logik dann die Lunte ist das Niedrigere von Open und Close. Ja, hier das Niedrigere von diesen beiden Werten. Also Math Min, das kleinere von beiden, von Close, von Open, Open und Close, minus dem Low. Ja, genau, minus dem Low und dieses Semikolon war zu früh gesetzt. Lösche ich wieder raus. Genau. Also, und jetzt muss natürlich erstmal bei einer Hammerkerze der Docht, sagen wir mal, oder sagen wir die Lunte, machen wir es einfacher ausgedrückt, die Lunte, sagen wir mal, muss mindestens viermal, fünfmal so groß sein wie der Docht. Ja, also das machen wir als erstes Argument für die Hammerkerze. If die Lunte ist gleich, größer als, sagen wir mal, viermal den Docht, Klammer zu, oder machen wir, ja,
Dann, genau, und jetzt verketten wir. Wir haben ja noch ein paar mehr Sachen, die wir da machen wollen. Wir wollen auch noch, wir müssen brauchen jetzt noch ein weiteres Argument. Zum Beispiel, der Körper muss im Vergleich zur Range, der Gesamtrange der Kerze muss relativ klein sein. Ja, da brauchen wir also jetzt noch den Double. Also hier machen wir es erstmal hier weiter. Also wenn die Lunte größer viermal der Docht ist, dann hätten wir Hammer gleich True. Ja, so, ganz einfach. Wie gesagt, jetzt brauchen wir aber noch weitere Argumente, weil das könnte auch auf Nicht-Hammerkerzen zutreffen. Und das wollen wir eben noch genauer definieren. Ja, das hätten wir zum Beispiel auch vielleicht hier, aber da ist der Kerzenkörper noch ein bisschen groß. Hier vielleicht auch, weil das ein ganz kurzer Docht ist hier. Also wir müssen einfach noch genauer definieren, wie der Hammer aussehen muss. So, und sagen dann, brauchen wir jetzt erstmal die Gesamtrange. Die Range ist gleich hoch, einfach hoch minus tief. High minus low. Also ganz einfache Mathematik machen wir hier, ne? Nichts anderes. Und dann machen wir noch den Körper. Den nennen wir mal Body. Kerzenkörper ist gleich im Prinzip open minus close. Und das könnte jetzt negativ oder positiv sein. Wir wollen aber den Körper immer als positive Zahl ausgedrückt haben. Und die positive Zahl ist mathematisch gesprochen der Betrag oder der absolute Wert dieser Rechenoperation. Und das wandeln wir im Prinzip um mit Math-Abs. Also Abs nicht für die Abs-Muskeln, sondern für den absoluten Wert. Und genau, und können dann hier eben Open minus Close, und dann wird hier immer der positive Wert, also wenn Open minus Close einen negativen Wert ausgibt, dann wird das negative Vorzeichen einfach gelöscht und nur das Positive verwendet hier für Body. Genau, dann können wir hier eben weiterrechnen. Ich füge das hier mal zu. Wir können hier eine Zeile einfügen und sagen, also und. Gleichzeitig, ich füge das mal hier an diese Stelle ein. Also jetzt, wenn wir was verknüpfen wollen, also Lunte größer viermal Docht und jetzt irgendwas anderes, dann können wir eben diese Bedingungen für die if-Funktion mit und Zeichen verknüpfen. Das ist dann die und-Verknüpfung. Also es muss beides zutreffen, damit Hammer auf True gestellt wird. Also Hammer hier. Hammer hier. Sehr schön. Also der Body. Die Gesamtrange muss sehr, sehr viel größer sein als der Body. Sagen wir mal, ich schätze mal hier, die Gesamtrange ist vielleicht mindestens dreimal so groß, vielleicht mindestens viermal auch so groß wie der Body. Das nennen wir mal einfach 3. Das können wir danach auch nachher vervariablisieren. Also wir können daraus Parameter machen, die wir danach auch eingeben können. Ich glaube, dass wir dazu jetzt aber nicht mehr kommen. Genau, also machen wir, die Range muss größer sein als dreimal der Body, der Körper. Ja, so, dann ist es eine Hammerkerze. Und was haben wir noch? Vielleicht der Docht selber, der sollte ein Maximalwert sein, weil sonst, ja, wir könnten da jetzt noch weiter feiner definieren. Zum Beispiel der Docht dürfte maximal vielleicht 2 Pips lang sein. Oder der Körper müsste mindestens vielleicht 2 Pips groß sein. Oder, also gibt es verschiedene Sachen, um das zu bewerten. Aber eine Sache, die jetzt noch wichtig wäre, damit wir nicht, sagen wir mal, eine Hammerkerze verwenden, die irgendwo hier oben entsteht, wo der Kurs schon sehr weit gelaufen ist, wollen wir jetzt auf jeden Fall die Hammerkerze nur dann verwerten, wenn deren Tiefskurs diese MA10-Linie berührt hat. Ja, das können wir eben auch noch verknüpfen. Und das nehmen wir hier gleich noch mit rein und schreiben und das Tief, also das Low, muss kleiner oder gleich der Fastline sein. Genau. Und sie darf aber auch nicht so, also
Also in den Regeln steht zum Beispiel, in den Rainbow Trading Regeln gibt es auch, dass sie zum Beispiel maximal bis ins Orangene reinragen dürfte oder sowas. Also aber auf keinen Fall auf die Schwarze zurückgehen könnte. Kann man jetzt hier noch zusätzliche Bedingungen mit reinmachen? Das reicht uns jetzt hier erstmal mit dem Roten. Und genau, das ist eben die Fast Line. Und wenn das alles drei gegeben ist, dann haben wir eine Hammerkerze. So, und dann wollen wir jetzt eben mal, dass diese Hammerkerze auch gehandelt wird. Ja, wir sind jetzt schon quasi fast am Ende, da müssen wir jetzt auch Gas geben, damit wir wirklich sagen können, hier die Hammerkerze soll gehandelt werden. Also Hammerkerze als Buy Deal handeln. Zum Eröffnungskurs der Folgekerze. Und dann ist es im Prinzip ganz einfach. Dann schreiben wir if, Klammer auf, Hammer, ist gleich, also sehen wir bei einer, wenn man was, also ist gleich true, ja, dann, wir sehen hier, wenn wir was ist gleich, also wenn wir einen Gleichstand abfragen wollen innerhalb der if-Abfrage, dann müssen zwei ist-Gleichzeichen hin, weil sonst würde er denken, wir wollten Hammer mit True belegen, wie wir es hier sehen. Hammer soll mit True belegt werden. Das ist ein einzelnes Ist-Gleich. Wenn wir eine Abfrage machen, ob was einen bestimmten Wert hat, dann muss es eben zwei Ist-Gleichzeichen bekommen. So, also if Hammer True, jetzt machen wir hier erstmal noch eine Variable rein. Genau, dann, weil dann, wenn das true ist, dann wollen wir eine Order eröffnen und eine Order eröffnen tun wir eben mit der Funktion Order Send. Und diese Order Send Funktion ist, die gibt einen Eingabe, die gibt einen Wert zurück, wenn sie abgerufen wird, so wie eine IMA Funktion gibt eben den MA Wert zurück. Wenn wir die Order Send Funktion aufrufen, dann gibt sie die Ticketnummer zurück, die hier bei Eröffnung ergeben wird. Wenn wir hier zum Beispiel einen Deal eröffnen, dann sehen wir hier die Ordernummer 146428571. Wenn das jetzt von einem EA eröffnet worden wäre, dann würde uns eben die Order-Send-Funktion diese Ticketnummer, diese Ordernummer zurückgeben. Ich schließe das mal, weil wir die nicht mehr brauchen jetzt erstmal. Genau, und das heißt, ich muss hier eine Integer-Variable, also eine Ganzzahl-Variable bestimmen, erstmal definieren, die ich da nenne Ticketnummer. Und diese belege ich erstmal hier mit 0. Und es darf jetzt keine normale Integer sein, sondern es muss eine statische Integer-Nummer sein, eine Integer-Variable sein, statisch deswegen, damit sie nur ein einziges Mal beim ersten Durchlauf hier initialisiert wird und dann diese, welche immer, und dann können sie eben nicht mehr verändert wird, bis ein spezieller Abruf kommt, jetzt wie hier zum Beispiel in der Order Send Funktion. Dann nutze ich die als Ticketnummer und wann immer die Order Send Funktion ausgeführt wird, wird dann eben die Ticketnummer mit einem anderen Wert belegt. So. Order Send, machen wir Klammer auf und dann sehen wir hier, das sind einen ganzen Haufen Parameter, die wir hier eingeben müssen. Erstmal Symbol, ja, weil wir bei dem Signal in diesem Chart und natürlich auch in diesem Chart Symbol einen Deal eröffnen wollen. Symbol, CMD steht was genau das steht, weiß ich nicht, aber das ist die Operation, die ausgeführt werden soll, also OP-Unterstrich. Und dann sehen wir hier, was alles zur Verfügung steht. Wir könnten ein Buy geben, ein Buy Limit, Buy Stop, Sell, Sell Limit, Sell Stop. Und jetzt in dem Fall machen wir gleich mal einen Buy, Komma, das Volumen, also die Lot Size, mit dem wir eröffnen wollen. Ich schreibe die hier mal als 0,01 rein. Wichtig, 0,01 bei einer Zahl mit Nachkommastelle, weil das MT4-System mit englischem Zahlenformat denkt. Also auf jeden Fall Punkt statt Komma verwenden für Nachkommastellen. Also 0,01 Lots. Dann zu welchem Preis wird eine Buy Order eröffnet? Natürlich
natürlich zum Ask-Preis. Slippage, die wir maximal erlauben, ist eine, geben wir jetzt mal eine 0. Wir arbeiten jetzt mal noch ohne Stop-Loss, also 0, und noch ohne Take-Profit, auch 0. Und dann könnten wir hier der Order einen Kommentar hinzufügen automatisch. Nennen wir mal Rainbow. Geben wir mal Rainbow ein. Dann geben wir dem EA eine Magic Number, also dem Deal, mit der kann der EA dann nachher seine eigenen Deals wieder erkennen. Ja, das erkläre ich jetzt mal nicht noch weiter. Einfach mal als eine Identifikationsnummer verstehen, die nicht die Ticketnummer ist. Na, wenn der EA mehrere Deals macht, dann haben wir ja fünf, sagen wir mal, wenn er fünf Deals macht, haben wir fünf Ticket Numbers. Aber damit der EA seine eigenen Deals wiedererkennen kann, mit einer bestimmten Abrufweise, geben wir hier ihm immer die gleiche Magic Number vor. Sagen wir mal das heutige Datum, 20.11.17. Ja, dann können wir nachher eben das verwenden und immer alle Deals abrufen. Dann eine Expiration, also ein Ablauf der Order, könnten wir hier noch eingeben. Das bezieht sich natürlich nur auf Pending Orders. Wir machen hier aber eine Market Order, also geben wir hier eine 0 ein und dann können wir hier ihm noch eine Farbe mitgeben, mit der ein Eröffnungspfeil ja, ausgefüllt wird. Und die Farben, die wir hier wählen können, ist hier CLR klein und dann sehen wir hier alle Farben, die uns zur Verfügung stellen. Standard, so ist sie, ist bei Buys in der Regel blau oder manchmal sehe ich auch grün. Und bei Sales ist es in der Regel rot. Aber das könnt ihr so auswählen, wie ihr wollt. Genau, und dann Klammer zu und dann eben das Semikolon. Und jetzt, damit das jetzt nicht bei jedem Tick nach Erkennung der Hammerkerze einen neuen Deal eröffnet, hier Hammer ist gleich True. Das würde der erstmal bei jedem Tick erkennen in der Folgekerze der Hammerkerze. Dann würde er auch bei jedem Tick hier entsprechend Deals eröffnen. Müssen wir hier eben noch dazu sagen, macht diese Order-Send-Funktion nur dann, wenn der Wert der Ticketnummer-Variable noch kleiner oder gleich 0 ist. Ja, nur dann bitte macht diese Order-Send-Funktion. Ja, und ihr seht jetzt ja auch, ich habe hier kurz, damit wir es alle sehen, einfach einen Zeilenumbruch eingefügt. Das ist im Prinzip programmierseitig ist es egal, ob wir hier keine Leerstelle, ob wir hier eine Leerstelle, viele oder eben einen Zeilenumbruch machen. Das wird im Kompilierprozess eh alles komprimiert und genau, und das di dient im Prinzip jetzt nur unserer Übersichtlichkeit. So, und dann können wir hier kompilieren klicken und dann müsste das jetzt erstmal einen einzigen Deal eröffnen. Nämlich bei der ersten Hammerkerze, die er in einem Aufwärtstrend erkennt. Und das testen wir jetzt gleich mal. Das passiert jetzt hier natürlich erstmal, ups, das passiert jetzt hier erstmal natürlich nicht, weil wir hier keine Hammerkerze haben. Jetzt aktuell. Aber wir können dazu jetzt den Strategietester aufrufen. Ja, den habe ich jetzt hier mit Steuerung R hervorgerufen. Das könnt ihr also entweder eben mit Steuerung R einblenden oder über, wo ist es, Ansicht, Strategietester könnt ihr das einblenden. Und dann ja, können wir jetzt hier mal den EA auswählen, Rainbow EA JFD Webinar. Und dann gucken wir mal, dass wir diese Kerze hier erwischen. Das ist ja am 16. November. Gucken wir mal, ob er die auch macht. Also mal gibt man hier mal ein. Australdollar, Dollar. Ich nutze jetzt hier mal Kontrollpunkte. Das ist ein Testmodell, das relativ schnell läuft, aber nicht zur Performance-Messung dient, sondern wirklich rein zur Funktionalitätsmessung. Wenn ihr einen guten Eindruck haben wollt, wie eine Strategie performt, dann auf jeden Fall jeden Tick verwenden. Genau, Kontrollpunkte. Und dann wählen wir jetzt hier mal den 11. November aus. Und das muss dann bis zum Tag danach hier eingegeben werden. Ich schalte den visuellen Modus ein, damit uns der Testchart im Prinzip eingeblendet wird. Dann nehmen wir H1. Als Spread nehmen wir mal
weiß ich, fünf Punkte oder sowas, das ist ein halber Pip. Und dann lassen wir mal den Test starten. So, und jetzt sehen wir, läuft. Warte mal, jetzt wird es hier natürlich in einem anderen Chart hier eingeblendet. Ich nehme jetzt mal diese Chartvorlage, die speichere ich als Vorlage ab und nenne sie Tester. Ja, habe ich jetzt schon eine, aber ich überschreibe die, weil was immer als Testervorlage gespeichert ist, wird dann auch bei Start des Tests sofort geladen. Ja, wir sehen jetzt hier, ist eine ganz andere Chartansicht als vorher. Genau. So. Und jetzt gucken wir mal, ob er hier einen Deal auslöst, an der richtigen Stelle oder an der Stelle, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Hier sehen wir, das hätte in anderen, in anderen Definitionen eine Hammerkerze sein können. Aber das wurde wahrscheinlich daher verhindert, weil der Körper, weil der Gesamtrange nicht mindestens dreimal so groß ist wie der Körper. Die Docht-Funktion, Docht zu Lunte, Bedingung ist wahrscheinlich erfüllt oder die ist ziemlich sicher erfüllt, aber die Körper zu Range-Funktion, Bedingung ist nicht erfüllt. Gucken wir mal weiter. So, schauen wir mal, was da so passiert. Ha, jetzt sehen wir, hier gab es jetzt diese Hammerkerze und hier wurde gleich zum Eröffnungskurs, ich mache mal den Chart in den Hintergrund, damit wir dieses Eröffnungspfeilchen hier sehen. Hier wurde zum Eröffnungskurs plus Spread wurde eben die Buy-Funk, die Buy, der Buy-Deal eröffnet. Ja? Und das ist genau das, was er natürlich machen hätte sollen. Ja, genau. Und dadurch würde das jetzt laufen lassen, weiterlaufen. Was wir jetzt noch bräuchten, ist natürlich die Stop-Loss-Einfügung und eben auch die weitere Verarbeitung, weil der EA kann jetzt, so wie er aktuell programmiert ist, nur einen einzigen Deal eröffnen, nur einen einzigen Buy-Deal. Ja, und müsste dann im Prinzip neu gestartet werden, um einen neuen Buy-Deal eröffnen zu dürfen. Warum das so ist, kann ich jetzt hier geht jetzt hier zu weit, aber es ging jetzt hier im Prinzip nur darum, erstmal das Programmieren zu zeigen, damit überhaupt verstanden wird, hier, wie kann ich den MA abrufen, ja, oder andere Indikatoren. Wie kann ich die Trendrichtung erkennen? Ach so, warte mal, hier die Trendrichtung habe ich hier in der Hammerkerze noch gar nicht drin in der Bedingung. Das wäre natürlich noch wichtig. Das fügt man noch ein. Also, und die Trendrichtung muss größer 0 sein. Ja, nur dann soll uns wirklich die Hammerkerze auf True gestellt werden. Ja, sonst würde ja hier die Trendrichtung Variable, diese Abfrage, überhaupt uns keinen Sinn mehr ergeben. Ja, und dadurch stellen wir sicher, dass wir wirklich nur Buy-Deals in einer aufgefächerten, also zumindest aus zwei MAs betrachteten, aufgefächerten Rainbow-Lage erstellen. Ja, ich denke mal, damit sind wir jetzt durch. Wir haben eh schon überzogen. Ich nehme mal einen Schluck zu trinken und lasst euch mal kurz Zeit, irgendwelche Fragen zu stellen, wenn ihr sie habt. Bitte einfach loslegen und in den Chat reinschreiben, welche Fragen ihr habt. Währenddessen blende ich hier mal meinen Link hier ein, mindfulfx.de/nov20. Da könnt ihr euch, na, wo ist es? Hier. Die sieht dann so aus. Zeige ich euch kurz. Da könnt ihr euch hier unten also den Webinar-EA, so wie wir ihn jetzt programmiert haben. Vielleicht ging es ein bisschen zu schnell, vielleicht konntet ihr nicht also mitschreiben und so weiter. Ihr könnt euch den Quellcode, so wie wir ihn jetzt erstellt haben, hier bestellen, ganz kostenlos. Einfach E-Mail-Adresse eintragen. Hier zum Beispiel, das ist meine, wenn ihr mir übrigens eine E-Mail schreiben wollt, gerne ce@mindfulfx.de. Einfach hier eintragen und dann, ich denke mal, wir machen einen Folgeworkshop darauf, um das Ganze, um diesen Rainbow Trading EA einfach wirklich funktionsfähig zu machen. Ja, dass er nicht nur einen einzigen Deal eröffnet, sondern dass er
wirklich bei jedem Signal handeln kann, dass er ein Money Management bekommt, dass er Stop Loss bekommt und so weiter und Take Profit, damit im Prinzip das ganze System hier abgebildet werden kann, wird man in einem Workshop, in einem Folgeworkshop machen. Wenn ihr dazu Infos haben wollt, dann bitte einfach hier auf Ja klicken. Ja, bitte auch Infos, Discount und frühzeitigen Download zur erweiterten Vollversion bzw. zum Folgeworkshop erhalten und dann einfach hier auf Jetzt kostenlos bestellen klicken. Und dann bekommt ihr eine E-Mail, die ungefähr so aussieht. Danke für den Bestätigungslink oder danke für die Bestellung des MQL4-Codes. Und dann müsst ihr hier einfach einmal auf dieses blaue Feld hier klicken, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Und dann werde ich heute im Laufe des deutschen Abends, des europäischen Abends noch, das eben euch denn dann die das File zuschicken. Und genau, jetzt mal erstmal an euch. Bitte Fragen. Genau. Erstmal von mir. Danke, Christoph. Trink erstmal Schlückler. Und den Mache Link ich. habe ich parallel gerade auch in den Chat gestellt. Auch wenn du das heute Abend dann schon checken wirst, die Aufzeichnung wird vermutlich morgen oder spätestens dann Donnerstag sicherlich über den ETA gehen. Das heißt, alle, die das im Nachgang sehen, das Webinar auf YouTube. Wir hatten nämlich vorhin noch einen Zuschauer, der gesagt hat, er ist über ein YouTube-Video auf dich, Schrägstrich uns, aufmerksam geworden und insofern jetzt auch in diesen Workshop direkt reingehuscht. Das Feedback erstmal super erklärt. Wir haben auch ein paar Spezialfragen, auch hier speziell von Erika, wo es direkt um Programmierinhalte geht. Denke ich mal, ist aber zu speziell. Also zum einen, lasst uns vielleicht die oberen Fragen machen. Ich würde sagen, Erika, da geht es direkt, wieso nicht Comment Integer to String and Double to String? Fragezeichen, das ist vielleicht schon etwas, ich sag mal, semi-professionell, wo jetzt der ein oder andere auch schon gar nicht weiß, was mit der Programmierzeile anzufangen ist in dem Kontext. Aber Erika, da kannst du sehr, sehr gern, erstmal interessant, dass in der Frau ja ohnehin hier in Programmierskills unterwegs ist, aber da auch gern den Christoph direkt bilateral kontaktieren. In jedem Falle, prima Feedback. Wolfgang hat sich am Anfang so ein bisschen beschwert, dass wir noch bis 24 Uhr hier sitzen, wenn es losgeht. Insofern hast du kaum überzogen. Das Webinar ist meines Erachtens ist gut 1,5 Stunden lang, aber wir haben circa wirklich 15, 20 Minuten, sage ich mal, Intro war es ja nicht. Es war Abstimmung, es war Vorstellung, es war Inhalte, was ist Rainbow, es war Abstimmung. Tatsächlich verschossen. Das nächste Mal sollten wir wahrscheinlich 1,5 Stunden ansetzen. Es sind aber alle dabei geblieben. Das Haus ist voll und zu den Fragen jetzt Super. an der Stelle. Wie gesagt, eine Frage kann ich direkt beantworten. Das funktioniert natürlich nicht bei MQ5, also MQL5, sprich MetaTrader 5, weil du hast jetzt MetaTrader 4 programmiert. Das ist ja dann doch ein anderer Code letztlich. Richtig, genau. Insbesondere die Abfragen, also im Code jetzt, sagen wir mal, solche Sachen wie jetzt hier eine Logik zu überprüfen, wie das hier jetzt. Das ist im MQL5 im Prinzip genau gleich. Aber so Sachen wie MAs abzufragen oder die Open- und Close-Kurse. Open- und Close ist, glaube ich, noch, das kann noch mit einem Plugin das gleiche verwendet werden. Aber gerade die Logik jetzt hinter Indikatoren oder dann auch insbesondere bei Order Send, also bei den, genau, bei den Order Send Funktionen und deren Rückgabewerte, auch Fehlerbehandlung und so weiter, ist dann doch deutlich unterschiedlich. Und für mich persönlich, also MQL4 ist sehr, sehr viel einfacher zu lernen. Es ist sehr, sehr viel intuitiver, meines Erachtens, wenn man sich mal ein bisschen reingedacht hat. MQL5 wird von vielen, insbesondere Informatikern, Programmierern und so, auch als richtige Programmiersprache bezeichnet. Ich persönlich als, sag mal, ich bin gelernter BWLer und Banker, kein Informatiker. Ich habe mir das Programmieren im Prinzip selber angelernt vor 9 Jahren. Und für mich ist MQL4 eine mindestens genauso gute Sprache wie MQL5, weil ich damit einfach gut umgehen kann. Also es ist einfacher zu lernen und der MT4 ist ja auch weiterhin sehr, sehr weit verbreitet, noch deutlich mehr, wenn ich es richtig erkenne, wie der MT5. Und die Macher dieser beiden MetaTraders, die arbeiten auch daran, die Kompatibilität immer besser zu machen von Code. Also es ist in der Zwischenzeit schon deutlich einfacher geworden, einen MT4-Code nach MT5 zu übertragen. Es sind nur noch, sagen wir mal, es sind deutlich weniger Schritte notwendig als noch vor 2, 3 Jahren. Super,
Genau. Also das ist in jedem Falle richtig und unterschiedlicher Code. Man muss natürlich sagen, der MT4, aber das ist natürlich von den Erfindern, wie du sagst, Meta-Quotes, schon seit langen, langen Jahren angestrebt, natürlich das umzumünzen. Aber auch als Info für alle Teilnehmer, Meta-Quotes verkauft keine MetaTrader 4-Lizenzen mehr an Broker, beziehungsweise man kann gar keinen MetaTrader 4 mehr aufsetzen, wenn man jetzt Broker theoretisch werden will. Es werden nur noch MetaTrader 5-Lizenzen verkauft, aber weltweit sind natürlich ja Millionen MT4-Lizenzen im Umlauf und natürlich die MT5-Lizenzen bei weitem nicht auf demselben Niveau. Aber es ist ja auch so, in Sachen Builds und Weiterentwicklung und Software-Updates wird bei MetaTrader 4 immer mehr runtergefahren und ich würde mal sagen, die Lichter gehen spätestens dann aus, wenn die Sicherheitsupdates nicht mehr kommen. Die kommen noch und die werden auch sicherlich noch einige Jahre kommen, aber grundsätzlich ist der MetaTrader 5, auch was jetzt zum Beispiel Backtesting angeht oder Parallelstrategien angeht, ist der natürlich wirklich eine Weiterentwicklung, einfach schneller, einfach besser, mit dem kann man einfach mehr machen, hat aber eben auch eine andere Programmiersprache, nicht umsonst MQL5, wird sich aber annähern, letztlich sicherlich auch eine Marktlücke, du kannst ja auch MQL5 programmieren, Christoph, wo man sagt, sicherlich wird es da in Zukunft auch einiges umprogrammieren zu geben, also vom 4er auf den 5er, auch wenn das immer mehr stimmiger gemacht wird, ist da natürlich trotzdem eine Lücke. Nichtsdestotrotz, dass man als Rahmeninfo Vierer wird es geben, immer weitermachen, aber das macht durchaus Sinn, auch auf den Fünfer mehr und mehr umzusatteln, weil mittel- bis langfristig wird es den Fünfer natürlich nur noch geben. Aber so Ansonsten, mittel- bis langfristig heißt, ich denke mal, das wird mindestens noch 5 bis 10 Jahre dauern. also Metaquote Meine wurde da persönliche damals. Meinung. Also in der Tat, weil es ist im Prinzip allein auch schon der Free-Software oder auch von den ganzen Tools und Templates, die es eben im Internet gibt oder auch eben, weil viele sich mit dem MetaTrader 4 und dem MQL4 schon lange auseinandersetzen, natürlich dann immer so ein Sprung auf eine neue Plattform ist ja nicht mal auf eine Weiterentwicklung mit komplett neuen Codes. Deswegen, der 5er hat sich da noch nicht in der Breite durchgesetzt, aber Meta-Quotes tut immer mehr dafür, dass das eben genau passiert. Aber ich denke auch, wir reden nicht von Monaten, wir reden von einigen Jahren und Meta-Quotes wird sich nicht selbst den Saft abdrehen. Also das ist klar, weil das Großgeschäft kommt noch vom Vierer und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Aber nur so als Rahmeninfo ist es ganz wichtig. Ansonsten auch wichtig, Yvonne, das ist witzig, klar programmieren auch Frauen. Neben Erika auch hier die zweite Dame. Sabrina fragt auch, nach welchen Einstellungen alle Moving Averages haben. Kurz zu Yvonne, dann ist nämlich noch die Frage mit den Aktiendepots. Richtig. Die EAs, Expert Advisors, laufen bei uns nicht auf dem MetaTrader 5 im Rahmen von eben echten Aktien, echter Aktienhandel. Hängt eben damit zusammen, dass wir die Aktien bei uns als Investmentprodukte sehen, dazu ja auch diese kostenfrei anbieten und diese nicht für Algo-Trading vorgesehen sind, weil dann würden A-Kosten entstehen, steht auch unten in den AGBs, wenn man jetzt sozusagen Intraday-Handel und Arbitrage-Geschäfte macht, im mehrmaligen Intraday-Verkauf und Kauf von gleichen Aktien, vielen Aktien, dann ist das eben ein aktives Trading und das bieten wir natürlich an, aber eben nicht mit dieser Offerte für den echten Aktienhandel. Das sehen wir wirklich als klassische Aktienanlage, Dividenden kassieren. Ich meine, wenn man heute eine Aktie kauft und morgen läuft die in den Stop-Loss, dann ist es kein aggressiver Intraday-Handel. Aber wir haben schon Kandidaten, die eben tatsächlich echte Aktien, sage ich mal, manuell zu Hunderten am Tag gehandelt haben und das ist nicht Sinn und Zweck unserer Offerte im Rahmen des kostenfreien Aktienhandels. Bei CFDs geht es wiederum, bei allen anderen Produkten wie Forex und Index Trading natürlich auch, aber Aktien, Depots, also echte Aktien, physische Aktien, Dividendentitel sind mit dem EA da nicht handelbar. Das mal als Erinnerung und Info. Ansonsten Frage mit den Moving Average, Sabrina, meinst du jetzt, welche genau die Einstellungen sind? Also ich sag mal, das ist ein Rainbow-Thema, falls es dich interessiert. Es gibt da wirklich verschiedene Methoden, wie Christoph eingangs sagte. Der Rainbow selbst ist da sehr vielseitig anwendbar, aber grundsätzlich ist es relativ, welche Einstellung der Moving Average genau hat. Es geht vielmehr um die, sage ich mal, um die Syntax, um das Gesamtergebnis, um sozusagen der Schwarm der gleitenden Durchschnitte, ja, dass man das Momentum erfasst. Und da spielt es keine Rolle, ob das ein 10er, 15er, 20er oder ein 11er, 21er oder 31er ist. Es geht vielmehr um die Summierung, dass man sozusagen ein Momentum im Chart identifiziert. Ansonsten nochmal speziell eine Programmierfrage, Literatur zum Thema, Christoph. Das ist vielleicht ganz Darf ich da spannend. ganz kurz nochmal Ja, einklinken? bitte. Also zu dem Rainbow Trading, also die Informationen, die ich jetzt hier ziehe, auf die ich mich berufe, sind natürlich von echten Profis des Rainbow Tradings. Und das ist, ich beziehe mich eben hier auf das Buch von Lars Gottwig, ne? Ich habe hier auch auf dieser Seite den Link, den Chris reingeschrieben hat, mindfulfx.de noch 20. Da ist hier unter dem Bestellformular für das EA ist eben könnt ihr den Link hier, mein Partnerlink zu Amazon für dieses Rainbow Trading Buch
ja, euch angucken, damit ihr, das kostet nicht die Welt, es hat die Charts darin sind ein bisschen klein geraten, das wird auch oft angemangelt, aber das tut nichts der Qualität der Inhalte ab. Und da kann man eben auch nochmal nachlegen. Es kostet, glaube ich, weniger als 10 € oder sowas, das Buch. Exakt. Also da kann man auch nachlesen, wie viel, also welche Einstellungen da üblich sind oder wie auch immer. Und es gibt natürlich auch noch hunderte andere Bücher darüber. Genau, aber das ist jetzt mal die Quelle, auf die ich mich beziehe. Und genau, eben hier der Link. Dann könnt ihr da gleich Absolut. anschauen. Aber ich denke vielleicht zum Thema meinte sie mehr EA-Programmierung. Also das denke ich eher. Also Rainbow Trading, guter Tipp mit dem Buch. Da gibt es ansonsten Ah, nur okay. von Mr. Gabby aus Australien englische Lektüre. Und wie gesagt, wir wollen da hier schon was tun, auch im deutschsprachigen Raum das Rainbow Trading wieder zu etablieren. Weil Lars hat ja damals mit dem Buch und seinem eigenen Service angefangen. Der ein oder andere hat es danach verfolgt. Aber so richtig ist da nicht mehr viel passiert. Und ich gebe recht, das Rainbow-Thema ist in jedem Fall interessant für vielerlei Leute. Aber Literatur an der Stelle, na du natürlich selbst, aber ansonsten sehe ich gerade schon, du tippst fleißig im Rahmen Genau. deiner Buchempfehlung. Also es geht, wenn es um die Programmierung geht, dann wo ist es? Hier. Also ihr könnt mal auf meinen Blog gehen und dann hier, also mindfulfx.de/blog und dann hier auf das Suchfeld Buchempfehlung eingeben und dann war es jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte von oben und da ist das Buch, das ich im Prinzip hauptsächlich empfehle, mit dem ich auch angefangen habe, das Programmieren im MQL4 zu lernen. Das ist das Buch Expert Advisor for Programming for MetaTrader 4 von Andrew Young. Das gibt's auch, Andrew Young hat jetzt auch eins für MT5 geschrieben, schon vor ein paar Jahren. Ist auf Englisch, aber insbesondere, also ich denke, es ist relativ einfach zu verstehen. Gut, das kann ich jetzt leicht sagen, weil ich hier in Amerika sitze und natürlich Englisch fließend spreche. Aber ich denke trotzdem, weil es eben sehr um das Thema Trading geht, sind eben einfach viele Begriffe, die eben auch im Deutschen natürlich verwendet werden, sind Englisch. Ja, und damit ist es wahrscheinlich einigermaßen leicht zu verstehen, auch wenn es auf Englisch ist. Und ich finde es super. Also der baut das einfach sehr klar auf, sehr, sehr einfach auf, Stück für Stück eben für Leute, die aus dem Trading kommen und noch nichts mit dem Programmieren zu tun hatten. Und genau, deswegen empfehle ich gerne dieses Buch. Sehr gut. Also es ist nochmal ganz wichtig. Wie gesagt, es ist natürlich dann auch die praktische Umsetzung, Anwendung, das Learning. Also da bist du ja mit deinen Workshops. Ich weiß es ja um einige Kandidaten, die den live schon bei dir besucht haben, die Serien, mehrere Stunden Programmierung, Betreuung und dergleichen. Also da ist es sicherlich nicht Genau. von Nachteil, sich mal mit dir auseinanderzusetzen, zu schauen, was du da anbietest. Und wie gesagt, auch fantastisch, dass du das hier, du hast es ja auch eingangs gesagt, kostenfrei zur Verfügung stellst. Ich meine, es geht darum, dass wir das zeigen, dass eben hier der Computer unterstützend Signale filtern, am Ende aber auch ausführen kann, kontrollieren kann und dass du sozusagen die Leute mal in das Thema reinbringst, finde ich auf jeden Fall klasse. Auch danke dafür, für die Zeit. Sabrina hat bis jetzt nicht geantwortet. Ich denke mal, die Antworten sind soweit angekommen, beziehungsweise wenn da noch Fragen sind, bitte im Nachgang. Ansonsten nochmal, Erika, mach mal ein Webinar, die Include-Dateien zu erklären. Bin auch kein professioneller Programmierer. MT-Docs sind da nicht so zu empfehlen, will ich mal formulieren. Mach mal ein Webinar, die Include-Dateien zu erklären. Also Okay, ich denke, das wäre auf jeden Fall schon ein deutlich fortgeschrittenen, also ja, sehr, sehr fortgeschrittenes Webinar. Das okay, also wie gesagt, gucken das ist natürlich ein wir Thema, wo ich sage, wir müssten einfach mal schauen, wie die Zielgruppen sind. Wir haben auch heute wieder viele Neueinsteiger, klarerweise. Wir haben jetzt auch zu anderen Webinar-Serien auch mal Umfragen gemacht. Das wird sicherlich auch ein Thema sein, wo es KYC, ja, Know Your Client. Also wir wollen ja wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Also wer ist eigentlich unser Kunde? Das ist ja eher für den Broker, für jede Firma von großem Interesse. Und wer natürlich von euch hier sozusagen, wie zum Beispiel Erika oder mal wahrscheinlich auch Yvonne und Co., interessanterweise einige Frauen hier Interesse haben, da auch wirklich mal einen Pro- oder fortgeschrittenen Algo-Programmier-Webinar an den Start zu bringen. Da kann uns gerne auch da eine Info geben, weil wir natürlich da sozusagen auch eure Infos brauchen, was ihr euch wünscht und eben fordert. Aber ansonsten hat Christoph natürlich in seinen Reihen hier ganz, ganz wichtig auch seine eigenen ja,
Kurse, um die Leute so Step by Step vom Einsteiger Semi bis zum Pro dann abzuholen. Eine Frage noch vom Ulrich. Danke an der Stelle, dass du sie nochmal reinschießt. Ich hatte sie oben schon mal markiert. Ich müsste ja eigentlich immer ein Häkchen machen bei meiner Übersicht. Und dann denke ich mal, sind wir auch so weit durch. Aber was passiert, lieber Christoph, wenn Ticketnummer nicht als Static Int definiert wird? Bei jeder neuen Order Send wird immer eine neue Ticketnummer gesetzt, auch wenn diese nicht Ja. static ist. Ich sehe den Grund für static nicht ein. Okay, gut, dann zeige ich es dir einfach mal, Ulrich. Wenn ich jetzt Static rausnehme, dann wird Folgendes passieren. Dann wird im Test nicht nur ein Deal hier eröffnet, sondern es wird bei jedem Tick innerhalb dieser Kerze, die auf den, siehst du hier, also der Kerze, die auf die Hammerkerze folgt, werden jetzt bei jedem Tick ein Deal eröffnet. Ja, man sieht es hier in den Ergebnissen. Bye, 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 bye. Ja, jeden Tick. Ja, also natürlich sind viel mehr Ticks da, aber im Testmodell Kontrollpunkte in dem H1-Chart ist nur alle 2, 3 Minuten ein Tick da, damit es schnell durchläuft. So, und warum ist das so? Weil wenn ich das nur als Int-Ticketnummer mache, dann wird bei jedem Durchlauf von OnTick von dieser Funktion, von der Funktion, in der diese Variable definiert ist, wird sie neu initialisiert. Und sie wird eben neu initialisiert mit dem Wert 0, weil das der Standardwert ist. Und dann ist sie eben am Ende dieser Zeile 60, ist Ticketnummer, steht dann auf 0. Und weil Ticketnummer kleiner gleich 0 erlaubt, dass dann Order Send gemacht wird, deswegen wird eben bei jedem Tick dann eine Order eröffnet. Deswegen muss hier Statik rein, damit diese Ticketnummer nur beim allerersten Mal der Berührung dieser Zeile sozusagen mit 0 initialisiert wird, also mit 0 belegt wird. Und danach wie eine statische Ladung, wie ein Haar auf einem Pulli, auf einem Polyesterpulli bleibt dann eben hängen und wird nur dann verändert, wenn sie speziell angesprochen wird, wie jetzt eben hier bei Ticketnummer ist gleich Order Send. Ich Sehr hoffe, gut. Also dass, vielen Dank. ja. Das ist angekommen. Ulrich hat direkt schon gesagt, in dem Sinne okay und danke. Static heißt fixere Variable. Auch danke nochmal für die Ergänzung. Liebe Erika, ich würde sagen, an der Stelle haben wir im Grob das Thema durch. Ab wann kann man sich zum Folgewebinar anmelden? Folgewebinar, Christoph, meinst du wahrscheinlich jetzt deine eigenen Kurse oder meinst du ein Folgewebinar bei uns? Das ist wahrscheinlich eher die Frage, im Rahmen der Weiterprogrammierung. Also zur Weiterentwicklung dieses Rainbow EAs, bitte dann eintragen hier mit ja, bitte auch Infos zum Folgeworkshop und dann werde ich im Laufe der Woche wahrscheinlich am Donnerstag eine Info rausschicken, wie man sich anmelden kann und so weiter. Okay, super. Also ich will hoffen, dass das Video morgen konvertiert ist, wir das dann sozusagen im Rahmen der typischen Prozesse dann auch Mittwoch oder spätestens Donnerstag rausschicken. Also für alle die, die das im Nachgang sehen, kein Problem. Wie gesagt, der Christoph hat ja hier seine Kontaktdaten, da kann jederzeit jeder nochmal Kontakt aufnehmen. Noch eine Frage zum Rainbow-Webinar selbst. Das ist wahrscheinlich ja, für Q1 2021 geplant. Die, die da Interesse haben, und da ist der Algo auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Vielleicht machen wir da auch eine Co-op, wenn du ihn dann fertig hast, Christoph, dass wir den vielleicht als zusätzliches Feature mit einbauen oder ich dich dann mal reinhole und wir dann irgendwie, sag ich mal, statt 4 Teile 5 Teile machen und sagen, so, das ist Ja, eigentlich eine ganz genau. tolle Idee. Können wir mal Also, sag mal, Tests genau, vorstellen oder wie das im richtig, Live-Handel richtig. funktioniert und so zeigen. Genau. Ganz genau, weil gerade die Signalgenerierung, also ich habe mich zum einen auch auf die Candlesticks fokussiert, zum anderen aber auch zum Beispiel Heike-Naschi-Kerzen als Trigger-Signal genommen oder auch, was ich sehr interessant finde, MACD-Kerzen, um sozusagen einfach auch ja im Rahmen der Trendmomentumsbewegung, die wir ja jetzt heute schön definiert haben, mit diesen einigen Durchschnitten kann man ja auch noch andere nehmen, zahlreichere, wie auch immer. Aber wenn man das Trendmomentum hat, ist dann die Frage des Einstiegs natürlich entscheidend. Und da gibt es ja durchaus die Candlestick-Pattern, Candlestick-Formation, aber auch eben Heike-Naschi für mich. Damals, das war 2012 rund, ein Riesenthema. Da habe ich das auch relativ populär gemacht, eben Rainbow Trading als Momentumstrategie mit den Heike-Naschi-Kerzen als Trendkerzen, die dann eben Kauf- und Verkaufssignale liefern. Ist auf jeden Fall eine schöne Kombination. Und da, liebe Sabrina, einfach auch uns da gerne nochmal anschreiben, den Support.
kundenservice.jfdbank.de und da eben vormerken lassen. Ich habe auch schon einige andere Kandidaten. Geplant ist es meinerseits, dass wir da auch mal eine Landingpage in Kürze aufrufen, um dann eben sozusagen die Interessen da oder die Interessierten da schon mal einzusammeln, wenn wir dann so eine Serie starten, dass ihr da auch dabei seid. JFD-Kunden werden das wahrscheinlich eh umsonst machen dürfen oder aber gegen eine kleine Unkostenpauschale. Das hat damals beim Gottmau Trader auch kein Vermögen gekostet und da gibt es ja Aufzeichnungen, Templates und Tools noch und nöcher. Und wie gesagt, Tools vielleicht, Christoph, kann man da wirklich mit dem Rainbow EA hier auch eine schöne Integration schaffen. Finde ich auf jeden Fall klasse. Hat mich sofort dran, sage ich mal, draufgebracht und ich habe auch gehofft, dass der Rainbow gewinnt, weil das natürlich eine schöne, sage ich mal, Kombination ist. So, jetzt haben wir im Grunde genommen knapp die, ja, wir breaken bald die 2 Stunden, sage ich mal, rumgebracht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es jedem gefallen hat. Erika schreibt auch gerade nochmal, Candlestick-Patterns sind nicht so hilfreich laut Statistik. Ich hoffe und ich denke, du kennst den Thomas Bulkowski, der die US-amerikanischen Märkte ja nach Candlestick-Pattern gefiltert hat über viele, viele Jahre. Und da kommt heraus, dass einige wie Harami-Kerzen nicht tauglich sind, aber zum Beispiel Engulfings, bullish wie bearish, schon eine sehr, sehr starke Relevanz haben. Zumal auch die Hammerkerze vom Rainbow auch eine eigene Interpretation genießt, aber das ist alles sehr speziell. Lasst uns insofern den heutigen Tag auf jeden Fall beschließen im Rahmen dessen, dass wir dem Christoph sehr danken, dass er übersee sich zugeschaltet hat. Die Globalisierung, die weltweite Vernetzung macht es ja möglich. Ich danke auf jeden Fall für deine Zeit, Christoph, und natürlich in erster Linie auch für alle Zuschauer, die reichhaltig dabei geblieben sind. Hier ist, wie gesagt, keiner vom Stuhl gefallen, Christoph. Die Hütte ist voll geblieben. Wir hatten sogar zwischenzeitlich, soweit ich das beobachten konnte, einen neuen Teilnehmerrekord mittendrin, sozusagen für verspätete Teilnehmer. Die haben sich dann direkt nochmal rangesetzt und waren dabei. Aber das Feedback ist durch die Reihe gut. Danke, war super. Bitte fortsetzen. Vielen Dank. Danke für die Infos. Gern wieder. Also, wie gesagt, Christoph, ich kann nur entnehmen, wir haben lange gebraucht, bis wir ins Thema gekommen sind. Das seht uns bitte nach. Das hatten wir bei den Non-Farm-Payrolls letztes Jahr auch schon einige Male, Christoph, nicht wahr? Da hast du innerhalb von 60 Sekunden dann den EA aktivieren müssen zum Live-Event. Aber wir haben es bis jetzt immer geschafft und insofern würde ich sagen, wir beschließen den Abend, entlassen Christoph in seinen, sage ich mal, jetzt dann in die Mittagspause wahrscheinlich dann, oder? Ja, genau. Bei mir gibt es jetzt Sehr, sehr gut. Bei mir gab es den Lunch dann vor circa 5 Stunden, 6 Stunden, aber so soll es Ja. eben sein. Deswegen lass es dir gut schmecken. Grüße an deine Frau, Christoph. Ich denke, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Wir hatten ja Anfang dieses Jahres das Vergnügen und ich Genau. denke, das wird hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lassen. Auf jeden Fall danke dir, danke an alle Teilnehmer. E-Mail geht raus. Infos waren reichhaltig erstmal sacken lassen. Wir genießen das Abendbrot, der Christoph seinen Lunch und insofern wünsche ich euch noch einen schönen Dienstagsausklang und wer mag, der hört mich morgen wieder, der hört JFD rund um die auf unserem YouTube-Channel. Und ansonsten habt's euch wohl, passt alle aufeinander auf, viel Gesundheit und natürlich Erfolg und Glück. Christoph, vielen Dank dir und Dankeschön. ciao. Gerne geschehen und auch von mir nochmal alles Gute an alle, gute Gesundheit und beste Trading-Erfolge. Huhu, dein Jingle bei dem Gewinn ist immer noch das Beste, Christoph. Der Jingle, das werden wir mal aufnehmen in Zukunft. Aber Okay, jetzt machen drehen wir wir. den Saft ab. Vielen, vielen Dank und Bis ciao bald. dabei. Ciao, ciao.